Hallöle Freunde und willkommen zu einer sehr, sehr langen Reaction von mir auf das Antwortvideo von Steffen Oswald beziehungsweise noch ein, zwei Frauen von ihm da, die dann auch irgendwie mit dem Video war, kein Plan. Das Video ist so gut wie uncut, ein bisschen wurde geschnitten, ein bisschen Pause rausgenommen, aber ansonsten gibt euch jetzt einfach, ich weiß gar nicht wie lange, das ist irgendwie 3 Stunden, pure Reaction auf so dumme Aussagen. Ja. Viel Spaß mit dem Video. Es wird, ja, versucht zu lachen, es wird aber natürlich auch wieder sehr, sehr kritisch. Es gibt 3 Videos von Steffen. Warte, es gab 3 Videos von Steffen, weil mir wurde zugesendet auf Instagram von Lars, Uncut-Version Teil 1. Das Video wurde jetzt scheinbar von YouTube entfernt, also wegen den Community-Richtlinien. Schade, ich hätte es gern gesehen, aber ist gesperrt. Dementsprechend gehen wir jetzt in das zweite Video, weil es gibt 3 Videos. Kein Plan, ob wir auch noch das dritte heute gucken, weil das zweite Video geht jetzt sehr lang. Chat, es geht jetzt sehr lang. Von Natalie Vince, das ist auch quasi eine der Frauen da in Steffens Ding. Ich nenne es mal Ding, keine Ahnung, so, ne? 11 Likes, 101 Dislikes, es spricht jetzt schon für sich. Auch hier Chat, auch wenn er mich gleich beleidigen sollte. Wir beleidigen nicht. Das Video geht sehr lange, es wird eine sehr lange Reaction, die wird auch wahrscheinlich uncut gehen. Und wir machen jetzt schon mal auf 1,25. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er nichts sagt, was jetzt irgendwie gegen die Twitch- oder YouTube-Richtlinien verstößt. Ich gehe davon aus, weil hat er im ersten Teil ja auch schon gemacht. Okay, wir ziehen uns den Scheiß jetzt rein. Ja, jetzt habe ich vor lauter Aufregung die Kamera abgeschaltet und wir schneiden das einfach zusammen und weiter geht's, ne? Schneiden das einfach zusammen. Ja, was ist denn, Kollege? Ach, er reagiert wirklich drauf. Okay, dann haben wir jetzt den ersten Teil halt nicht. Also, sorry, aber Steffen, dann, wenn du beleidigen wirst, ja. Ist das denn ernst? Warte mal, er reagiert drauf? Aber hat das am Laptop vor sich an oder so? Und macht jetzt eine Reaction wie wir, aber man sieht nicht das Bild, sondern man hört nur den Ton. Okay, what the fuck? Dazu muss man noch bei Steffen wissen, es dreht sich alles um Sex. Ja. Sex ist das große Endziel. Okay, der Anfang. Ja, habe ich ihn nur vorgestellt, das ist mir egal. Für ihn und scheinbar auch jeden Menschen auf der Welt. Und es klafft ein innerer Dialog auf. Oh, also das Endziel ist Frieden, Tim. Du hast dich null mit der Materie auseinandergesetzt. Okay, boah, das wird echt lange Reaction. Okay, er sagt, das Endziel ist Sex. Sex, Sex, Sex. Das hat er ja ganz oft gesagt. Ich habe ihn nur wiedergegeben. Das Endziel ist der Tod. Wenn es jetzt nach 30 Sekunden schon so losgeht. Das Endziel ist doch nicht der Tod, Digga. Das Endziel ist glücklich sein. Ja, Frieden, Frieden, Frieden finde ich auch gut. Frieden finde ich auch gut. Oder Armut bekämpfen oder sowas. Das ist auch gerne Endziel, aber. Sprich, wir werden alle sterben. Ja. Und das Endziel ist es, sich auf den Tod vorzubereiten, damit du im besten Fall ohne zu bereuen stirbst. Okay? Ja, doch, doch, finde ich gut. Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir alles Positive, was du hier drin lesen kannst. Hey, ich habe das Buch ein bisschen gelesen, ne? Da steht so abgefuckte Scheiße drin. Rocco Segafredi und dann kommt Steffen Ostwald. Okay? Rocco Segafredi war gestern. Ist das ein. Ich kenne Rocco Segafredi nicht. Ist das ein Typ? Und hast du Tim noch gar nicht angefangen? Hey, das ist praktisch. Erfahren, das ist okay. Natalie, wie oft dabei? Wenn drei, Raucht ihr euch eine Kippe oder ein Joint? vier Frauen Ja. sich gleichzeitig an Kann mir mir haben. befriedigen, das ist Fakt. Kannst du beschissene Shows machen, wie du willst, Tim, das ändert nichts daran. Ja, ist ja okay, wenn drei, vier Frauen sich an dir befriedigen. Hey, ich hatte auch schon mal Sex mit Menschen, mehreren. Ich muss jetzt nicht ins Detail gehen hier. Ist ja okay. Also, hä? 30 Stunden hatten wir mal. Natalie war dabei. Drei Frauen haben mich 30 Stunden lang gefickt. Das möchte ich kurz an der Stelle einmal kurz bezweifeln. Also entweder sind wir völlig bescheuert und Das möchte ich an der Stelle ganz kurz wirklich mal bezweifeln. was auch immer. Auch geil beim Buchschreiben, ne? Das ist Ich echt. wollte Fuck. Fuck, Tim. Okay. Ich habe hier gesessen auf dem Sofa. Ich habe mich so. Also, klar, man kann mal lange bimsen, aber for real, nach spätestens einer Stunde habe ich doch selber auch keinen Bock mehr. Also, ich meine es nicht mit Vorspiel, mit Nachspiel, mit allem dran dran, das meine ich jetzt nicht, sondern ich sag mal so eine Stunde Penetration, Bruder, nach einer Stunde habe ich doch auch keinen Bock mehr. Da ist man auch einfach erschöpft.
So, also for real. Klar, man kann auch mal länger so, aber in der Regel nach einer Stunde spätestens denke ich mir so, Bro, okay, jetzt reicht auch langsam, ne? Also, komm, jetzt sind wir ehrlich. Ganz for real, beste, so von Penetration-mäßig, ist so 25 Minuten so beste. Weil dann kannst du dich richtig auspowern und kannst noch so, ja, 15 Minuten, auch wunderbar. So, aber Bro, aber nach einer Stunde denkst du auch so, ich habe halt keinen Bock mehr jetzt. Eingeschissen. Weil da war eine Stimme in mir, die gesagt hat, ey Steffen, das kannst du doch jetzt nicht schreiben. Die Leute glauben ja eh schon, du bist komplett behämmert. Und jetzt kommt das noch? Und dann habe ich das Thea erzählt, meinen inneren Dialog. Mein Ego wollte meine persönlich erfahrene Wahrheit zensieren. Und dann sagt Thea, tja, ich war aber dabei. Und Nathalie auch. Ja. Punkt. Quatsch doch die Wand voll. Ich sag dir, die und ihre zwei Freundinnen. Ich mache übrigens mal ganz kurz Chat, weil ich habe keinen Bock, dass das Wasser verrutscht. Ich mache mir ja kurz hier hin, Chat. Ist jetzt ein bisschen blöd vom View, weil ich so in die falsche Richtung gucke. Oh, warte, ich kann mich spiegeln, ne? Warte, wie geht das hier nochmal? Transformieren? Ne, das ist falsch. Da, so. Okay, ist ein bisschen ungewohnt jetzt so, aber dann gucken wir wenigstens ins Bild rein. Hoppala. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass da was verrutscht bei ihr oder so. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Warte. Boah, es ist ganz komisch, mich so zu sehen. Aber naja, besser ist, dass ich mich hier hinpacke. Haben mir 30 Stunden lang immer wieder den Schwanz hart gemacht und mich gefickt. Ja, okay, ist ja okay, aber was hat es mit meinem Punkt zu tun? Ja! Weil empathische Erektion. Einfach nur, weil es geht. Und wenn du nicht unter Vorspielung falscher Tatsachen irgendwelche komischen Sachen abziehst, dann wärst du auch energetisch offen. Und die Mädels würden das bei dir auch machen. Er will mich immer so fronten. So, ich hab genug Sex in meinem Leben. Ich bin voll glücklich. Ich muss zeigen, Chat. Komm, wir lassen uns kurz auf das Level hier ein. Chat, ich muss euch zeigen. Mann, komm, wir haben jetzt den ganz komischen Flex hier. Ich muss euch jetzt den Flex zeigen. So, speichern unter. Ich zeige es euch jetzt einfach. Dann ist Steffen vielleicht auch beruhigt, dass es mir gut geht im Leben. Ich habe das hier einer Person gesendet. Ist auch egal wem. Warte. Okay. Ich soll es zeigen können. Doch, musst du gehen. Guck mal, ich habe das hier einer Person gesendet. Was ist das hier schon wieder? Hier hat Tim Jack eine empathische Erektion, sieht man jetzt nicht so gut hier im Video wahrscheinlich. Und hat sie geantwortet, ich finde, du hattest heute Morgen eine. So, Steffen, bist du jetzt zufrieden? Mann, jetzt, bist du jetzt zufrieden? So, ist es jetzt okay? So, ja, ich habe mich jetzt kurz auf dein Level hinabgelassen. Und weiter geht's. So. Also vor allem gerade Vorspielung falscher Tatsachen. Auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Okay, gut. Ist alles andere als gerade. Hast du dich gerade von Narzissen triggern lassen? Ich fand's so lustig. Es war der perfekte Moment, um selber zu flexen, Bro. Lieber Tim, ich wünsche mir von dir, von deiner Freundin, ein... Bro, ich bin Single. ...ein Video, in dem sie sich offen zeigt und sagt, ich fühle mich von Tim Jacken rundum beschützt, geliebt und bin sexuell so zufrieden, dass ich das jeder anderen Frau auch gönne. Nee, so, sag mal so, in meinen Beziehungen bin ich monogam, dementsprechend wird es meine Freundin nicht anderen Frauen gönnen. Aber, ey, eine Frau hat gerade im Chat geschrieben, dass sie gefühlt hat, dass ich morgens eine empathische Erektion hatte. Bist du jetzt zufrieden, Steffen? Das wäre mal ein Wort. Okay.
irgendeine Frau, die sich hinter dich stellt. Ich kann dir auch 10 Frauen nennen. Weird Flex. Und dass Natalie kein Opfer ist, ist ja klar, okay? Hey, wir haben dir gerade den Porno von uns geschickt. Boah, dieser dreckige. Sorry, jetzt muss ich mich kurz triggern lassen. Dieser dreckige. Bah! Ich krieg ein Video von Steffen, denk mir, okay, hat er mich, bedroht er mich da, bababa, ich keine Ahnung. Dann steht irgendwie so der Amazonen-Porn, ich so, okay, was will er jetzt von mir? Und dann mache ich es an. Ich sehe halt nur, ich glaube, es waren 3 Leute, die bumsen. Ich glaube, irgendwer hat irgendwem einen geblowt. Und ich habe sogar die Reaktion von mir auf Kamera, wie mein Cutter Nico, also mein Hauptkanal Cutter Nico, mich gefilmt hat, wie ich das anmache. Und ich denke mir so, bah, du Ekliger, bah, bah! Ich hab mich wirklich so, 5 Minuten muss ich mich schon, bah, das ist doch einfach, bah, 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 bah. Vielleicht kann ich meine Reaktion auf TikTok hochladen oder sowas oder auf YouTube oder was auch immer. Dieser Eklige, bäh! Oh, dafür kann ich die anzeigen einfach. Das ist, Okay. Und da kannst du dieser ranzige Typ, Alter, dir Natalie mal anschauen, was das für ein krasses Opfer ist. Bro, es ist auch okay, dass du Sex mit Leuten hast, die das wollen. Aber... Jo. Aber scheinbar hast du auch eine Menge Frauen, die das nicht so wollten. Geh baden! Wenn ich jetzt in meinem Ich kann das nicht, ich will das nicht Modus bleibe, erreiche ich mein wirklich... Boah, ich will eigentlich, dass er eine Reaction auf Reese's Reaction macht. Die war nämlich actually funny. Heimliches Ziel nicht. Und das ist Sex. Aber es ist ja nicht von jeder Person im Leben das Ziel Sex. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Also ich spreche nur aus... Es gibt ja zum Beispiel asexuelle Menschen. Was ist mit denen? Bleibt jetzt bei seiner Aussage, ist die Frage. Ganz massiv in Frage, ob das wirklich so ist. Ihr habt hier gerade eine Aussage gesehen, die... Scheinbar schon. ...kritisch zu beurteilen ist. Und davon gibt es noch eine Menge weitere, die ihr gleich im nächsten... Boah, es wird jetzt nicht spannend. Boah, ich spannend, Alter. Sehen wir. Sucht euch am besten jetzt schon mal etwas, was ihr aus Verzweiflung fallen lasst. Aber was macht der für ein Reaction-Video? Bruder, hol dir OBS, Mann. Das ist eine Free-Software. Schließt deine Kamera an dein Laptop an. Zeig doch das Video. Oder Wut gegen die Wand. Die rauchen wirklich einfach einen fucking Joint, Mann. Twitch, das ist eine Zigarette, ne? Also. Das ist doch ein Joke, dass die einfach jetzt high sind. Das ist doch ein Joke, dass sie jetzt high sind. Du geiler Gangster! Oh Mann, Alter, ich weine. In deinem Bild bist du auch keine homosexuellen Menschen. Sie würden laut ihm nur ihren Film fahren. Naja, aber es gibt auch Frauen, die halt null auf Männer stehen, zum Beispiel. Also so... Ja, ja, man kann das, was man nach außen hin postuliert und sagt, ist eine Sache. Was aber wirklich... Zünd dir den Joint falsch rum an. ...ist eine andere Sache. Also ich konnte das überhaupt nicht glauben. Und dann wirklich nochmal explizit mehrfach nachgefragt. Und er kommt darauf einfach sowas. Naja, aber es gibt ja Leute, die nicht auf Frauen stehen oder nicht auf Männer stehen oder auf irgendwen stehen. Es ist ja falsch. Ja, geben ja, Sie ja, vor. Ja. Du meinst gerade, es gibt keine... Er bleibt bei den Aussagen krank. Okay, ich hab meine Alerts über meine Cam. Warte mal, ich schieb die mal woanders hin. Also du meinst, dass jede Frau auch auf Männer steht. In sich drin und gibt es aber nicht zu. Sorry, Chat, ich bin nicht so der Raucher / krasse Käfer oder sowas. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, hinten anzuzünden. Keine Ahnung. Oder wie verstehe ich das? Auf. Die tiefste Wahrheit der Urnatur, ja. Weil es ist auch bei Männern so, dass halt, es keine homosexuellen Männer gibt. Ja. Und ich habe dann wirklich nochmal nachgefragt, weil, klar, leider hat jeder schon mal Tool. Er bleibt bei den Aussagen, krass. Ich hätte irgendwie erfahren müssen, aber einfach zu sagen, ja, nee, die gibt es nicht, ist halt nochmal ein komplett anderes Level. Und der droppt darauf einfach sowas. Aber die Urnatur, wenn sie hört, da ist ein empathischer Schwanz. Oh, macht das was mit dir. Ja, aber es gibt ja, also, aber es gibt also bei... Okay, was kommt jetzt? Über Tim. Es ist alles zusammengeschnitten, aus dem Kontext gerissen. Okay. Und Fakt ist es. Naja, was hast du aus dem Kontext geschnitten? Ich habe dich gefragt, ist es so, dass es keine homosexuellen Männer gibt? Du sagst ja. Viel aus dem Kontext schneiden kannst du da gar nicht. Also... Das hier... Also vor Lesbe war. Ja. 15 Jahre Beziehung mit Frauen. Und nach ihrem Aufenthalt, wer ist dann gekommen? Ihre Freundin. Auf Empfehlung. Ja, Bro, das ist ein Einzelbeispiel. Wie sagt
Wie heißt der nochmal? Nyun Kim? Boah, ich will den Namen nicht aussprechen. MyLab. MyLab, sorry, ich bin dumm, Chat. Wie sagt MyLab nochmal? Ein Einzelbeispiel ist keine Studie. Um mal hier Wind Schlaues zu zitieren. Okay. MIT, genau, MIT. Nyun Kim, ich bin so dumm. Nyun Kim ist einfach ein Ninja-Athlet, ich bin dumm. Aber, oh nein, ganz richtig, das ist ein anderes Level. Ja, ja, auf einem Level gibt's das. Sei gut, doch homo, sei doch hetero, erzähl mir, was aber du willst. Aber, genau, wenn du diese Erektion fühlst, ob nun als Frau oder als Mann, dann ist dir das so egal, was du bis dahin gedacht genau hast. Ist völlig wurscht. Ich bezweifle das. Lieber Mann, Ich bezweifle das einfach. Homo oder hetero, wäre es nicht geil, mal so eine 10.000 Volt Erektion zu fühlen? Ja, genau, wäre doch mal geil, oder? Und ich sag euch, das geht, das gibt's. So, ich sage nicht, dass es Lesben nicht gibt. Na klar gibt's die. Und was machen die? Die benutzen einen Umschnallpenis. Ach so. Ja, aber auch nicht alle Lesben. Und außerdem, du kannst ja auf Penisse stehen oder das Gefühl von einem Penis nice finden, aber Männer trotzdem Kacke finden oder nicht sexuell ansprechen oder sowas. Also, WTF. Also irgendwie kommt da ja doch was vom Mann rein. Ja. Naja, nein, das ist nichts vom Mann. Du kannst auch eine Banane reinstecken und die ist nicht vom Mann und findest das Gefühl geil. Es ist so, die Argumentation ist, Digga, die kannst du mit einem, also ich bin nicht gut im Argumentieren, ist das Ding, ne? Ich bin wirklich nicht gut im Argumentieren eigentlich. In der Schule war ich schon kacke drin, ich bin wirklich kacke da drin. Aber selbst ich kann instant seine Sachen so halbwegs widerlegen, so, also so mit so nach, ja, ist das eine Banane, ist das vom Mann? Nein. Es ist eine Frucht, Digga. Stehe ich so Früchte oder was? So. Okay, das soll schon gehen. Und das ist eine Einladung an alle Lesben da draußen. Falls ihr sogar ein Lesben-EV-Verein seid, dann könnt ihr mich gerne einladen zu eurer Lesbenparty. Nathalie kommt mit und... Jetzt sagt ihr gleich, ich drehe euch um. Es ist so... Herrin Thea auch. Das ist so respektlos, Mann. Okay, dann ist das eine Frauenrunde. Weil man einfach die Sexualität nicht anerkennt dadurch. Und ich bin euer Sexsklave. Gut. Dieser... Er hat auch nichts aus dem Video gelernt, ne? Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie, also bis jetzt, dass er sagt, okay, da habe ich mich vielleicht doof ausgedrückt oder das ist irgendwie doof oder, ne, also, krass. Sexsklave? Weil auch alle Kommentare auf meiner Seite waren so. Es gibt ja auch keine Kommentare, also ich habe bestimmt tausende Kommentare gelesen. Es gibt ja niemanden, der sagt, ja, okay, man kann das aber so und so sehen, was Steffen. Nee, krass, wenn so hunderttausende Menschen sagen, du hast Unrecht und er hat Recht, dann würde ich doch mal meine Meinung hinterfragen, oder nicht? Hat aber die biologische, anatomische Voraussetzung und energetische Voraussetzung, dass Frauen auf Distanz den Schwanz hoch und runter steigen lassen. Was kann das? Und energetische hat... Was hat er gesagt? Gut. Dieser Sexsklave hat aber... die biologische, anatomische Voraussetzung und energetische Voraussetzung, dass Frauen auf Distanz den Schwanz hoch und runter steigen lassen. Wäre das unter Umständen vielleicht auch für Lesben ein hochinteressantes Experiment? Ja! Digga, dieses Ding mit, du musst nur einmal Sex mit mir haben, dann bist du nicht mehr lesbisch. Es ist so wack, es ist so... Bro, akzeptier doch einfach deren scheiß Sexualität, Mann. Das ist einfach homofeindlich. Punkt in aus. Und dann geht die Geschichte weiter. Blut, einfach blutbändiger. Einfach blutbändiger. Lieber Tim, was hast denn du Ahnung von Sex? Ja, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Das reicht doch, oder nicht? Außer Charles Darwin, kurz rein, raus. Na, ein bisschen mehr kann ich schon. Ich bin jetzt kein Profi, aber... ich bin zufrieden, das mehr ist doch nicht wichtig. Schwamm drüber. Reden wir nicht drüber. Kann man nicht mal weiterempfehlen. Bestimmt, keine Ahnung. Ich kann ja mal fragen. Ich will dir ihre Stimme nicht zeigen. Würdest du mich sexuell weiterempfehlen? Nicht drauf eingehen, auf den Idioten. Nein, ist doch lustig, Chat. Das ist doch einfach funny. Das ist doch einfach lustig hier gerade. Und was du nicht gemacht hast?
aus dem Svenja-Video. Das hat Andi gemacht. Okay, dein Kaiser-TV-Kumpel. Der hat die Stelle von Svenja rausgeschnitten, wo sie meine Qualitäten erwähnt. Kommt vielleicht sogar nicht. Ah, glaube ich nicht. Weil ich habe das Video von Andi nicht gesehen. Oder habe ich es gesehen? Ich weiß es nicht. Von Kaiser News. Der hat auch ein Video gemacht. Aber was habe ich jetzt mit Kaiser News zu tun, Dicker? Der ist einfach schwache Hühnerbrust, ne? Was habe ich jetzt mit ihm zu tun? Das ist ein eigenständiger Mensch. Muss mir alles zensieren und aus dem Kontext rein. Finde ich es daran lustig. Komm, Chat, wir müssen das auf einer Humorebene hier sehen. Sonst kommen wir das vertrage ich dieses Video nicht. Reißen. Aber bei Homosexualität hast du übrigens vergessen zu kiepen. Nur so. Oh, scheiße. Ist egal, wie du es trotzdem grün, Digga. Ich bin trotzdem... Ist trotzdem grün. Weißt du, was du machen kannst? Du darfst unseren Amazonen-Porno veröffentlichen und du kannst alles mit Balken rausschneiden und zensieren. Bruder, es ist einfach nur eklig. Du bist einfach nur eklig. Okay, du darfst ihn nicht unzensiert weitergeben. Du darfst ihn auch nicht weiter teilen aus rechtlichen Gründen. Was du aber darfst, du darfst ihn deiner Freundin zeigen. Ich bin Single, Bro. Und deinen Kumpels. Aber hatten wir auch schon. Und auf keinen Fall werde ich ihm irgendwen zeigen. Okay, wir haben ja noch eine... Ja, das ist einfach eklig. 30 Minuten bei uns. Du darfst mir keine Aufmerksamkeit geben, der Typ ist traurig und nicht lustig. Ich lache auch nicht mit ihm, ich lache halt eher über ihn, to be honest. Und hast du den bis zum Ende gesehen? Nein, ich habe den ersten Frame gesehen, habe ihn dann ausgemacht. Ich lade meine Reaction auf TikTok hoch. Okay, warte, eine Person antwortet gerade, ob ich... Okay, die Person ist einfach nur verwirrt darüber. Aber natürlich, wenn ich frage, würdest du mich sexuell weiterempfehlen? Natürlich sind die Leute verwirrt darüber. Tim, geil, deine Show. Wahnsinn. Dem Thema gibt es ja ganz klar biologische Ansätze, auch dass du sogar teilweise in der Genetik feststellen kannst, Genetik. Ob zum Beispiel die Chance bei dem Kind mehr besteht, ob sie jetzt erstmal noch erzählt oder was auch immer wird. Auch dieses Genetik, Wissenschaft, Keine Ahnung, das sind schulwissenschaftliche Konzepte, die einen Haufen Geld bringen. Querdenker-Aussagen, check. Aber ganz gut. Wow! Ich bin nicht schon da! Digga, was soll auch so eine Querdenker-Aussage? Homosexualität ist ein schulwissenschaftliches Konzept, was einen Haufen Geld bringt. Erstmal die Frage, wem bringt es denn Geld? Also, wem bringt Homosexualität Geld? Klar, es gibt jetzt so Pride-Fan-Artikel und sowas, aber das ist ja keine Firma, das ist ja eine Organisation, also ist ja eine Bewegung. Also, wem bringt es denn Geld? Wem bringt Homosexualität Geld? Ich check es nicht. Wem? Steffen, sag's mir! Viele Leute kämpfen immer noch dafür, wow, dass die Sexualität anerkennt, beziehungsweise, dass sie für diese nicht bestraft werden. Es ist für viele LGBTQ-Member immer noch ein echt schwieriges Thema, vor allem in nicht-westlichen Ländern, wo du, wenn du zum Beispiel deine Homosexualität frei auslebst, dir sogar die Todesstrafe drohen kann. Und er droppt einfach, es gibt keine Homosexualität. Und seine Aussagen gehen ja noch weiter. Zum Beispiel wurde Steffen mal für illegalen Grasanbau angeklagt. Wow! Als er sich zu seiner Tat bekennen wollte, meinte er dann einfach, dass weil er eben gerade war, sich so gefühlt hat, wie Sophie Scholl sich gefühlt haben müsse. Entweder in den Kommentaren oder in den Videos selber gesagt, meinst du, dass du eine Begegnung mit Sophie Scholl hattest irgendwann mal? Ah, cool, okay, ja. Also sprich, vor Jahren habe ich durch eine anonyme Anzeige, ist die Polizei... Das hätte jetzt einfach unkommentiert, das ist einfach still. ...halber mir zu Hause eingerückt und hat natürlich auch Cannabis gefunden. Ja, mach kein Gel draus. War ich auf dem Weg zur Gerichtsverhandlung, hatte meine Rede geschrieben und da war in mir eine Entschiedenheit, eine Gradheit. Und in dieser inneren Ausrichtung, habe ich so angefangen zu heulen, ist mich ein Gefühl... Chat. Ich habe nur die Resurrection gesehen, aber es ist mir gar nicht aufgefallen. Aber Bro, er wurde wegen Gras angeklagt und hat eine Rede geschrieben. Und ich will einfach nur die Worte von Reason in den Mund nehmen selber, weil ich die so passend fand. Digga, erstmal, niemand wollte diese Rede hören, er wurde wegen Gras angeklagt. Niemand juckt es. Und zweitens. Er hat geheult, weil er eine Rede geschrieben hat, weil er wegen Gras angeklagt hat. Den Gras antworten gleich wurde. Das ist auch einfach funny. Das ist auch einfach funny. Berühmt. Wow. Das hat die Sophie gefühlt. Digga, Sophie Scholl hat fucking gegen Nazis gekämpft. Und er hat Gras angebaut. Mann, ich weiß nicht mal, ob er bestraft wurde dafür. Das ist so, es ist dem Staat so scheißegal einfach. Weil sie gerade war. So, Mann. Gerade sein. Das gerade sein. Muss sie gefühlt haben. Okay, oh solch ein. Mann, ich. Oh, es ist Comedy, Alter. Erfüllendes Gefühl, dass ich dafür bereitwillig in den Tod gehe. Yes. Digga, der hat Gras angebaut drin. Was soll ich will? Ich gehe in den Tod wie Sophie Scholl. Bro, er hat Sophie Scholl versucht.
Millionen von Menschen vor Hitler zu retten, quasi. Und er hat fucking Gras angebaut. Ja, also ich wollte mal kurz sagen, Sophie hat sich dem NS-Regime entgegengestellt und wollte die stürzen und wurde deswegen mit dem Tod beschmissen. Mann, das ist auch einfach, es ist mies, es ist mies respektlos, das zu sagen. Es ist mies respektlos, aber auch irgendwie funny. Und Steffen, du hast ein bisschen Weed angebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so miteinander vergleichen sollte. Aber kommen wir zum abgefucktesten Punkt. Okay, aber was sagt er dazu? Ich bin gespannt. Und zwar, lieber Tim, vertrittst du die Mainstream-Medien? Oh nein, Digga, auch. Okay, jetzt geh. Okay. Was kommt jetzt, Chat? Was kommt jetzt? Yes. Ja. Machst du dich dadurch zu einem Diener des Systems und von Brot und Spielen? Yes. Zum Brot und was? Ja. Okay, weil ich Mainstream bin, bin ich jetzt ein Diener des Systems. Top. Wo wärst du vor 70 Jahren? Beim Widerstand? Oder in... Bro. Mann, Alter. Das kann nicht sein Ernst sein. Oh mein Gott. Kann nicht sein Ernst sein. Alright. Weil ich jetzt Mainstream bediene. Erstmal, Mainstream bedienen ist nichts Schlechtes. Alles, was große Reichweite hat, bedient den Mainstream. Auch Leute wie zum Beispiel ABK oder wem auch immer, Montana Black, ABK, ApoRed bedienen den Mainstream. Sie haben große Reichweite. Ab dem Zeitpunkt ist es der Mainstream-Chat. Und, oder auch ein Unge. Ein ABK und Unge bedienen gleichermaßen den Mainstream. Ne? Und das sind ja, und die haben ja gerade irgendwie so Konflikt und sowas. Ne? Das ist, alle verschiedene Seiten, trotzdem bedienen sie bei den Mainstream. Mainstream bedienen ist nichts Gutes und nichts Schlechtes. Das ist erstmal nur, okay, du hast Reichweite, du hast große Reichweite. Und nur weil man jetzt Reichweite hat oder größere Reichweite oder... Oder auch zum Beispiel alle Hip-Hop-Tracks oder sowas, ne, die halt auch immer so against sind und sowas, das ist Mainstream. Erstmal, das ist nichts Gutes und nichts Schlechtes, den Mainstream zu bedienen. Und er sagt jetzt, guck mal, weil ich hier Reichweite habe, würde ich einfach jetzt fucking gegen Hitler weinen. Bruder, ich box Nazis auf der Straße um. Punkt. Und ich box auch fucking Sexualstraftäter auf der Straße um. Nein, ich bin hier gerade im Widerstand. Ich habe meine Meinung aufgemacht zu einer Person, die ich scheiße finde. Ich könnte auch mal nichts sagen. Dann wäre ich vielleicht nicht im Widerstand. Aber ich bin in den Widerstand gegen dich gegangen. Wer wäre jetzt im Widerstand, wenn nicht? In der Propagandaabteilung, weil es da gute Bezüge gibt und Klicks, Geld. Propagandaabteilung bin ich jetzt. Lieber Tim, du reißt die Sachen völlig aus dem Kontext. Ja, dann sag mir, wie es wirklich war, Steffen. Dann kann ich es danach prüfen. Unter Vorspielung falscher Tatsachen. Und dafür haut dir dein Karma auf die Fresse. Das ist ja dann okay. Damit bin ich fein. Und da mache ich gar nichts dabei. Mhm. Deine Freundin wird sich von selbst von dir trennen. Ich hab Schluss gemacht. Ja, so. Mittelding. Das macht die von selbst. Digga, okay, ich würd gerne dazu was sagen, aber ich darf grad nicht. Aber ich würde so gerne. Oh mein Gott, ist das unangenehm. Ich würde so gerne was zu sagen, aber wir haben ausgemacht, wir sagen darüber nichts. Ah! Genauso wie dein Gewissen dich auch von selbst einholen wird. Genau. Also, hey, Steffen, ich bin wirklich glücklich im Leben gerade. Ich war selten so glücklich wie gerade. Weißt du, was du abziehst? Bei dem Scheiß, der auf der Welt passiert. Die Menschheit richtet die Erde und sich selbst zugrunde. Da bin ich voll und ganz bei euch. So, deswegen bin ich zum Beispiel auch Vegetarier geworden, weil, und bald sogar vielleicht, ich überlege halt auch bald auf vegan umzugehen, weil einfach das Thema halt, also so, weil da so viel Scheiße abgeht und ich will es halt nicht weiter supporten. Da bin ich voll und ganz bei euch. Und du machst
so eine Scheiße. Geil, YouTube-News. Geil, Tim. Was? Skandal für Klicks. Nee, Digga, ich... Also, wenn ihr gerade die Begrifflichkeiten benutzt, bin ich gerade in Widerstand gegen euch gegangen. Die Begrifflichkeiten, ich habe sie nur von euch benutzt. Wie lange geht das noch gut? Wahnsinn. Wie lange dauert deine Karriere noch? Was willst du danach machen? Hä? Danach mache ich das, worin ich ausgebildet wurde oder keine Ahnung, was anderes. Gibt doch genug Sachen, die man machen kann. Also in den Öffentlich-Rechtlichen hast du es nicht geschafft. Du bist der Artist, ne? Was hast denn du vorzuweisen? Nix. Naja, geht. Zieh mal einen Stecker, Tim. Feierabend. Also wer bist du ohne YouTube? Oder ohne Internet? Ich habe jetzt die letzten 2 Tage kaum im Internet gelebt und ich war sehr glücklich. Ich habe eine Poolparty gemacht, habe mich mit Freunden getroffen, hatte Sex. Poolparty, Freunde getroffen, war auf dem Geburtstag von einer Family, von meiner Familie. Das waren die letzten 2 Tage komplett offline. Das waren auch coole Tage ohne YouTube. Ich war sehr glücklich. Hare Krishna. Liebe Grüße aus der Sekte, Tim. Ne? Richtig, Gras hat er mich schon zerstört. Ich bin doch richtig schon depressiv, ja. Aber behaupte, Steffen, all die anderen. Wollte ich gar nicht depressiv machen, Steffen. Ich wollte vor allem aufklären. Juden damals selbst schuld war. Hat das Sex wieder Flex? Ja, Digga, er wollte wissen, was ich ohne YouTube bin. Ich bin glücklich. Wann, was ihm widerfahren ist. Wow, Achtung, Tim. Karma war das Überthema. Jetzt willst du mir so ein Judending anhängen? Bist du scheiße? Das, okay. Frag ich dich. Okay, ich bin gleich gespannt, wie ich das im Kontext reißen konnte. Hitler war ein impotentes Arschloch. Ist angekommen, habe ich zu dir gesagt. Aber, Thema Juden. Also Tim, oder liebe Zuschauer, wer wäre Tim in dieser Situation? Thema Judenverfolgung. Wer der eine... Ist eine wilde Aussage, die ich nicht weiß, ob man die genauso wieder anklagen könnte. Weil er mich gerade darstellt, als wenn ich früher ein Nazi gewesen wäre. Komm, lass, gehen wir gar nicht drauf ein. Lieber Tim, keinen erwachsenen Menschen mit Hirn und Herz nimmt dich für voll. Digga, die Aussage ist, also, das Ding ist, guck mal, ich würde gern fragen, Digga, hast du gekifft, aber er kifft halt gerade. Digga, das sagt er. Oh Mann, Alter. Oh, okay. Ich habe auch durch die Reaction von Mustard geskippt. Mustard meinte auch so, das kann nicht sein Ernst sein, es muss Satire sein, so, aber es ist wirklich leider keine Satire. Puh. Und wer mich nicht für voll nimmt, kann sich ja gerne den Porno anschauen. Wisst ihr ja, Thea Remmel bei OnlyFans, hast du auch schon deinen Account? Ja. Sind alle Akteure. Ey, lieber Tim. Ich geb dem gar keine Werbung hier, Digga. Wenn unser Kumpel, unser Schlägerkumpel, dein Video sieht, dann kocht der. Dann sagt der mal wieder zu mir, ey Steffen, gib mir die Adresse. Okay. Alright, das ist eine Bedrohung hier. Warte, 17:04. Meinst du, das ist irgendein Vollhorst oder was? Ey, Tim, du bist bei den harten Jungs gelandet. Okay. Und es ging bei dem Thema um das Thema Karma. Das Thema Karma setzt sich mit der Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung auseinander. Aktion, Reaktion oder im Deutschen, so wie es in der Wald neu schallt, so schallt es auch wieder raus. Na, ganz einfach, Tim. Und das ahndest du hier gerade, dass wir uns über dich lustig machen. Digga, das kannst du voll und ganz machen. Weil dein Schwachsinn, der da... Du kannst nicht so viel über mich lustig machen, das ist vollkommen fein. Okay. Bin ich da? Was sind wir eigentlich? Wir sind die widerwärtigsten Menschen auf YouTube. Ein homophobe... Rassistischer? Warte! Rassistisch habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe auch nicht homophob gesagt. Ich habe nur gesagt, Leuten, dass es Homosexuelle gibt. Ich habe nicht gesagt, dass es homophob ist. Das sind seine Worte jetzt gerade. Das war auch nie Aussage im Video. Ich habe nur gesagt, dass er... Vielleicht habe ich doch irgendwie homophob in der Reaction gesagt. Das kann sein, I don't know. Aber es ist auf jeden Fall feindlich so. Aber im Video habe ich, glaube ich, nicht homophob gesagt. Narzisstische Nazi
Ich habe auch nichts von Nazi gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es eine miese, respektlose Aussage ist, zu sagen, die Juden sind selber schuld. Sex-Sekte? Zu der... Schwulenfeindlichkeit. Ja, okay, Schwulenfeindlichkeit. Okay, true, habe ich gesagt. Weil nur Frauen kommen. Weil die Männer haben ja Angst. Toll. Das war überhaupt keine Aussage von mir, ey. Das war so schwach. Oder die sind, ich glaube, die sind wirklich drauf, ne, oder? Oh Gott. Dann, wir sind hier zu dritt. Tolle geil. Sekte. Geil, tolle Sekte, echt. Ja, und morgen kommt... Nummer 4. Ja, es könnte deine Mutter sein, ne? Ja. Tim, deine Zerstörung. Und deine Jungs, okay? Thea und ich haben doch dich im Studio erlebt. Was will er denn gerade? Ich bin der Coole, Tim. Und ich habe hier so ein paar kleine Fans. Willst mir den Narzissten anhängen, okay? Der Narzisst kommt später, Bro. Boah, es ist... Boah. Es ist echt unangenehm zu gucken gerade, ne? Narzissten haben in der Regel keine empathische Erektion. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass du... Ich will nochmal Rezo zitieren. Rezo meinte die ganze Zeit so, er hat einfach eine Potenzschwierigkeit, deswegen hat er so eine Ausrede. Eine narzisstische Neigungsstörung hast? Sehr viel gegebener als bei mir. Also ich sag mal so, ich gehe später viel auf den Narzisstenpunkt noch ein. Weil das Thema empathische Erektion ist konträr zum Narzissten. Ein Narzisst ist nämlich nicht empathisch. Und wer bist denn du eigentlich? TikTok-Videos. Das bist du. So lust. Oh Mann, ey. Vor allem, wie sich auch mal erschreckt, ne? Guck mal. Also, ich weiß nicht, was es für Zukunft ist. Ich will darauf nicht eingehen, weil kann auch einfach eine Krankheit sein, deswegen, ne? Da bin ich dann nicht so jemand, der das irgendwie so fronten will. Aber es erschreckt sie halt krank. Boah. Und na klar. Ach, weißt du. Ich habe irgendwas von Judenkarma und sowas gelesen, da wusste ich nicht, was, in welchen Kommentaren, das waren... Also jeder Mensch macht schon mal sein eigenes Karma, ja, klar. Und dann gibt es kollektive Strukturen. Ja, und allen, denen das passiert ist, denen Schreckliches widerfahren ist, sind selbst dafür verantwortlich. Also die Karma-Lehre legt... Ich bin gespannt, ob er jetzt sagt, ich habe aus dem Kontext geschnitten, weil das war uncut. Also es war, ich habe zwischen Kameras hinterher geschnitten, aber sonst war diese Aussage, ich habe ja versucht, die Aussage mal lang drin zu lassen, dass man da halt denkt, dass man halt so das checkt, dass ich da nichts auseinandergeschnitten habe. Die Selbstverantwortung nahe. Aber was, also um jetzt zum Begriff dieses Judenkammers zurückzukommen, was war denn, also die haben ja da nichts falsch gemacht. Das weiß ich nicht. Da sterben 6 Millionen unschuldige Menschen. Da weiß ich nicht, ob die was falsch, die sind selber ran. Also ich finde, er sagt sehr doll selber, die sind selber schuld, die Juden. Hallo Tim. Die Lehre von Karma beinhaltet das Gedankengut von Reinkarnation. Okay? Okay, ich hatte auch buddhistische Lehre in der Schule. Also was heißt buddhistische Lehre? Aber halt so Buddhismus in Religionunterricht. Und korrigiert mich, Chat, falls ich falsch liege. Aber Karma ist doch eigentlich so aufgebaut, dass wenn du Scheiß gebaut hast im Leben, dass du als was Niedrigeres wiedergeboren wirst, oder nicht? Dass du quasi als zum Beispiel Stein wiedergeboren bist oder sowas, oder als Baum oder als Ameise oder sowas in Art. So Menschen stehen ganz oben und du wirst als was Schlechteres wiedergeboren. Ist das nicht das OG-Ding so? Ich kann auch sein, dass ich gerade falsch liege. Das ist Hinduismus, aber im Grunde ja, okay. Yes, ich bin da nicht so drin bewandert, aber deswegen war ich sehr verwirrt auch, warum er sagt so wiedergeboren. Also ich find's respektlos. Setzt du dich mit der Materie auseinander? Nein. Also hör auf, irgendeinen Schuh draus zu machen. Angekommen? Also, er sagt halt immer noch, die Juden sind selber schuld. Was nicht selber schuld, sondern karmamäßig haben sie es verdient, das, was ihnen passiert ist. Nicht selber schuld, sondern sie haben es verdientmäßig. Karmisch gesehen waren wir alle mal Opfer von irgendeinem Massenmord und Täter von irgendeinem Massenmord. Na klar doch.
Ich weiß ja nicht. Gut, wenn die glauben, die Seele wird an den nächsten Menschen weitergegeben, aber ich weiß nicht, Digga. Nee. Ist so. Die Karma-Lehre beinhaltet das Gedankengut von Reinkarnation. Okay? Die Frage ist halt, wir werden ja immer mehr Menschen. Wo kommen denn die Seelen her? Also wir werden ja, also die Menschheit hat sich ja, glaube ich, verfünffacht, glaube ich, seit den 60ern oder so. War das nicht irgendwie so? Oder 50ern? Aber da heißt, wir haben ja viel mehr neue Seelen, wenn man jetzt dieses Karma-Seelen-Ding so weiterspielt. Aber wo kommen denn die neuen Seelen her? Sind das dann neue Seelen oder sind es dann Seelen, die von ganz früher oder so? Also, Digga, das ist echt... Wenn du schon auftischst, dann mach deine Arbeit ordentlich und servier Menschen nicht so einen Rotz. Ich fand, das war ordentlich. Das hat gut, das kam gut an. Also, die Leute haben gesagt, Digga, das ist ein krasses Video. Du bist, hast da Journalist. Ich habe sogar von Journalistinnen echt mies Props bekommen auf Twitter dafür, teilweise. In den DMs. Okay, ich habe Journalistin gesagt. Ich bin ehrlich, es waren zwei. Aber ey, immerhin sind die haben gesagt, ey, das ist Journalist, echt gut gemacht, das Video. Okay, sorry. Und ja, jede verfolgte Minderheit oder egal wer auf der Erde ist laut dem Karma-Gesetz selber schuld und die Deutschen waren selber schuld, dass alles zerbombt wurde. Haben wir das nicht verdient? Lieber Tim. Ich lasse es einfach mal so stehen. Hey, also, jede unterdrückte Minderheit ist laut dem Karma-Gesetz, woran er glaubt, ist selber dann schuld. Also hat er auch gerade, das ist halt auch einfach eine Aussage gegen, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber ich verstehe das jetzt so, dass ja auch gerade alle, zum Beispiel auch damals die Schwarzen Amerika und sowas, das, der sagt ja, die sind halt selber schuld. Boah, Digga, oder halt immer heute noch so, dass so Black Lives Matter Bewegung halt im Grunde dumm ist, weil die sind ja selber dann schuld, dass ihnen das widerfährt, dass ihnen Rassismus widerfährt. Jedem der Rassismus, Bruder. Also wenn man diese Aussage mal weiterspinnt, ist das ganz, ganz kritisch, an was er da glaubt. Das ist ganz, 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 ganz kritisch. Weiß nicht, Digga, muss die Aussage sein. Also ich muss immer wieder lachen. Die Zerstörung geht mir durch den Kopf. Die Zerstörung. Die Zerstörung von was denn? Ich habe übrigens seinen Namen falsch geschrieben im Chat. Aber ich dachte mir, komm, ich lasse sie jetzt auch einfach so. Ja. Weil ich dachte, ja, okay, ist jetzt so. Ich hab mich so viel mit dem Inhaltlichen auseinandergesetzt, dass ich einfach seinen Namen falsch geschrieben habe. Aber dann im Endeffekt. Super viele Kinder, die in ihrer Lebenszeit noch nicht einmal was angestellt haben können. Und dieser Job einfach, ja, die sind halt selber schuld. Ich will einfach nur kotzen. Ey, es ist wirklich einfach nur so unglaublich abgefuckt. Aber gehen wir jetzt erstmal zum nächsten Thema. Und zwar, wie Steffen systematisch manipuliert. Wow. Ich will es halt gar nicht mehr sehen. Das ist wirklich jetzt wird es belastend. Okay, Boomer. Erstmal müssen wir das klären. An wen richtet sich das Buch bzw. Steffens? Seine Idee des Karma-Systems ist absolut lost. Aber ich finde die Nachrichten. Ist absolut lost, das passt nicht zusammen. Es würde zum Beispiel bedauten, dass Ukraine Schuld an dem Angriff von Putin, aber die Ukraine ist Schuld an dem Angriff von Putin, aber Russland ist wiederum Schuld an der Westen, an den Westen, die wegen dem Ukraine. Ja, ja, klar. Also, klar. Natürlich ist das System von ihm lost gerade. Therapie. Durch Steffens Therapie soll ja etwas mental geheilt werden. Dementsprechend sind die Frauen, an die sich das Buch halt eben richtet, oft in schwierigen Lebenssituationen, mit geringem Selbstwertgefühl, mit geringem... Boah, lass doch mal Video laufen, es geht... Boah. Also, Ich zitiere ihn. Mich kann keiner für voll nehmen. Das hat Erhard gesagt. Die letzte Dame, die hier war, ich würde sie als gut situierte, gesattelte Tendenz hin zur Millionärin
neigende Frau, die ihre Scheidung durch hat, okay? Und sowas von souverän hier mit Thea einen Double Blowjob abgelegt hat. Und mich im Nachhinein fürstlich dafür bezahlt hat. Okay, guck mal. Es kann ja sein, dass einzelne Damen das da wollen. Das ist ja auch okay. Dagegen habe ich nie was gesagt. Ich rede nur darüber, dass es halt auch eine Menge scheinbar gab, die das nicht so wollten. Alle Gendeingänge. Ich habe auch Tendenzen zur Million. Ja, true. Jeder hat Tendenzen zur Million, der noch unter einer Million ist. Sind ordnungsgemäß registriert und dem Steuerberater vorliegend. Das habe ich auch nie bestritten. Ey! Ey! Und liebe Männer! Ich habe dir auch nie Steuerbetrug vorgeworfen, Bruder. Wir wollen doch alle Mädels ins Bett kriegen, oder? Also. Ja, Homosexuelle nicht. Obwohl, laut dir ja schon, true. Ich kann euch helfen. Und außerdem, nee, ich will auch einfach mit ein paar Mädels befreundet sein. Die will ich nicht ins Bett bekommen. Zum Beispiel, gestern habe ich mich auch mit zwei Frauen getroffen. Mit denen wollte ich einfach nur Party machen. Ich wollte dann weder bimsen, noch die Zunge in den Hals stecken. Ich wollte einfach nur mit denen feiern. Was ist denn da auch überhaupt dabei eigentlich, dass man in einer schwierigen Lebenssituation oder wenn man an einen Punkt kommt, wo man denkt, irgendwie hat alles, was ich bisher versucht habe, nichts gebracht, sich an was wendet, was dann auf einmal was bringt? Ist Tim gerade in einer schwierigen Lebenssituation? Ja. Definitiv. Ja. Digga, ich glaube auch. Hattest du ihm eine Sextherapie bei Thea und dir empfehlen? Das würde ihm schon gut tun, okay, ja. Okay, wow, Tim. Oh. Liebe. Ja. Würde auch dir gut tun, ja. Aha. Okay, cool. Geil. Tim. Digga, ich bin selten so ausgeglichen gewesen wie jetzt gerade. Die versuchen mich wieder zu triggern hier. Glanzleistung. Ich habe mich ja schon richtig eingekackert, wie du mich zerstört hast. Ich habe mir auch vor dir eingekackert, während du mich die ganze Zeit bedroht hast. Selbstbewusstsein und wollen halt eben jede Hilfe annehmen, die sie halt eben bekommen. Ja. Svenja und Anja sind zwei Frauen, die beide mal bei Steffen waren und danach öffentliche Videos gedreht haben, was sie dort erlebt haben. Sie werfen diesen Videos Steffen auf jeden Fall einiges vor, dazu kommen wir auch noch im Video, aber sie reden halt eben auch darüber, wie sie sich mental gefühlt haben, als sie sich so entschieden haben, zu Steffen zu gehen. Ich war im Grunde zutiefst bindungstraumatisiert. Die Musik. Bindungstraumatisiert. Ja. Trauma-Inszenierung. Also, Svenja ist auch unter Vorspielung von falscher Tatsache so zu mir. Also, die okay, das Fräulein Svenja, die hat ja immer die Sexgeschichte gehört über mich, ne? Jetzt war die heimlich so geil, dass sie einen Vorwand gebraucht hat, um hierher zu kommen, ne? Und da hat die doch... Bro, ich will nicht, dass er über irgendwelche Leute lästert. Ja, auf dem Land wohnt. Wo wurde ihr Report? Drin steht ein geiler Report über... Ach so, das ist das... Das ist das... Petitionen ins Leben gerufen. Könnt ihr gerne googeln... Ich habe keinen Bock, dass er über Frauen lästert. Das, also, dass die... Dass ich unkomme... Also, dass... wie heißt es hier, dass ich hier Namen nicht rauspiepsen kann, jetzt gerade live. Steffen Ostwald, Petitionen, Einführung vom Sexführerschein für alle und Männer. Keine Macht der empathischen Erektion. Wir sind für die Inhaftierung von Steffen Ostwald und Thea Remmel. Okay, bitte die Petitionen. Halt auf die Maul. Beste! Also ich will halt nichts Reichweite geben, wo er Leute einfach beleidigt. Die Svenja. Komm auf dein Maul. Hat sie nicht bekommen, was er... Sex zu bekommen, zu manipulieren? Nein. Also Manipulation verfolgt immer ein Ziel. Ein verdecktes Ziel. Ja, er wollte seine sexuellen Sachen, sein Dings ausleben. So wie gleich auch noch ein Video berichtet wird. Und so wie du, Tim, in der Vorspielung falscher Tatsachen. Aha, da haben wir doch schon eine Manipulation. Ach so. Und... Okay, ich will kurz. Könnt ihr mal auf den Punkt eingehen, den ich im Video sage? Ja, Manipulation in dem Fall. Bei Missbrauch wäre dann das verdeckte Ziel, Sex zu haben. Und der Steffen mit 5 Frauen im Schlafzimmer, 30 Stunden, jetzt hier mal so 2 Frauen die ganze Zeit, der hat es garantiert nicht nötig. Bro, guck mal. Oh mein Gott, Alter.
Ich habe es so schön im Video alles strukturiert erklärt, wie du da was manipuliert hast. Für dieses Ziel. Guck doch einfach das Video erstmal. Nein, ich habe auf irgendeine Taste gedrückt. Scheiße, wo war ich, Chat? Auf welcher Stelle war ich? Frauen die ganze Zeit, da hat's garantiert nicht nötig. Ah, da war ich. Nötig. Perfekt. Der Frau sage, mein Schwanz ist nur so hart wie du. Und nötig. Nicht nötig. Okay, hier waren wir. Ich komm weiter. Für dieses Ziel, jemanden zu manipulieren. Also ich hab's so... Vorhin waren es noch 3 Frauen, 30 Stunden. True. Meine Cam ist da. Nicht nötig von einer Frau, dass ich einer Frau sage, mein Schwanz ist nur so hart wie du. Und wenn du meinen scheiß Schwanz nicht hart machst, dann ist da die Tür. Ich zitiere nochmal Rezo. Rezo glaubt, er hat einfach nur Erektionsprobleme. Und das ist einfach eine gute Ausrede. Nicht meine Worte. Bash Rezo dafür. Wenn du keine Frau sein kannst, dann geh doch. Wenn du kein Mann sein kannst, Tim, dann lern's doch von mir. Bro, ich bin Mann genug, Mann. Ich bin so, wie ich bin, sehr happy. Warum soll ich mich verändern, wenn ich happy bin? Dann hast du auch heiße Schicksen in deinen Shows. Oh Mann, Alter. Okay, Steffen, ich besuche bald eine Freundin. Mit ihr lade ich auch ein paar Instagram-Bilder hoch, wahrscheinlich, weil die cool ist. Kannst ja nur selber beurteilen, wie heiß sie ist. Würde ja schon gefallen, ne? So Harald Schmidt Samstagabendshow oder so wie Stefan Raab. Aber du bist halt nicht so cool. Ey, das sehe ich auch. Ich bin kein Harald Schmidt, kein Stefan Raab. Das sehe ich, den Punkt sehe ich. Aber Bro, ich muss sagen, ein bisschen triggert er mich schon so. Weil nach dem Motto so, du hast keine heißen Chicks und sowas am Start. Und ich bin so, Bro, ich bin zufrieden. Er versucht mich die ganze Zeit zu triggern. Ein bisschen klappt sogar. Und mit so abgewichstem Schrott schon gar nicht. Menno. Aber ich muss auch kein Stefan Raab oder Harald Schmidt sein. Die machen ihre Sachen gut, ich mache meine Sachen. Punkt. Kompletter Kindergarten. Also ich kann dich, Tim, nicht für voll nehmen. Nee. Digga, das sagt mir ein Typ mit einer Fukuhila-Perücke. Aber Frauen nehmen die Information. Empathische Erektion. Sehr für voll. Und auch die Verantwortung gefällt ihnen. Es macht Frauen extrem heiß. Wenn man als empathisch offener Mann sagt, Baby, mein Schwanz ist nur so hart wie du. Das kann ja sein, dass es bei manchen so stimmt. Das will ich auch gar nicht abstreiten, aber... Ich kenne ein paar Frauen, die finden das nicht so heiß. Spoiler für dein weiteres Leben. Gell, Tim? Gell. Ich hatte riesige Schwierigkeiten mit Intimität, auch mit sexueller Intimität. An dem Tag, an dem ich gefahren bin, war ich relativ verzweifelt morgens. Mir ging es nicht gut. Sehr unsicher an mir selbst. Ich hatte Oh, das sagt schon so viel über den Charakter aus. Da ist gerade eine Stimme, wo Frauen darüber reden, die scheiße es in dem Leben geht und die lachen drüber. Das sagt viel über den Charakter von einer Person aus. Sehr geringes Selbstwertgefühl. Ich habe im Grunde mein gesamtes Leben einen sehr starken Selbsthass gehabt. Die letzten 1,5 Jahre waren nicht so leicht für mich in meinem Leben. Und ich war vor ein paar Wochen immer wieder an Punkten, wo ich innerlich nicht weiterkam, wo ich richtig im Dunkel war. Vielleicht kennt ihr das. Hab gemerkt, wie mein Sein sich an alles dranhängt. Chat, das Ding ist eh, das Video wird eh auch wieder gesperrt werden, allein weil sie Drogen konsumieren im Video, ne? Ja, deswegen könnt ihr das Video auch gleich wieder melden. Einfach damit ihr weniger hochladen könnt, ist lustig. Ja. Ich schick euch nach der Reaction den Link, weil bis dahin brauche ich das Video noch. Irgendwie verspricht eine Lösung zu sein. Und so kam auch dieses Buch in meine Welt und ich war noch voll naiv. Und deswegen habe ich mich irgendwie auch so leicht damit eingehen lassen. Also so Frauen, die auf jeden Fall... Weißt du, was die gerade gesagt hat? Die hat gerade ihre Schwestern ausgelacht und sagt, voll die Schwanzherrinnen und machen hier einen auf naiv. Geil, oder? Tim! Was? Wo haben die denn ihre Schwestern? Hä? Ich check diese Aussage gar nicht. Hey, hast du gehört? Schwanzherrinnen sind das. Das habe ich mit denen erlebt. Ja, das erzählen die nur nicht. Gewesen. Ja, Bro, Digga, Mann, das ist so unangenehm. Das ist aber so unangenehm. Das Fräulein Anja hat sogar ihre eigene. Bro,
Ich skip, weil er will über Frauen wieder lästern. Scheiße. Also okay. Tim, ich hab mich vor meinem Anwalt geschämt, als der losgelacht hat. Und immer wieder, ja, wann sagt sie denn was? Wann sagt sie denn was? Und dann haben wir die Videos abgeschaltet. Und dann hat der Herr Anwalt angefangen, Storys zu erzählen aus seinem Berufsleben. Was ist das jetzt hier schon wieder? Was ist das jetzt hier? Ach, Tim. Oh. Lies doch mal bei der Bravo Dr. Sommer. Da kannst du was lernen, okay? Digga, es ist so krank, wie er das weitermacht, was ich im Video kritisiert habe. Also, er macht exakt das weiter. Versucht mich zu triggern, um mich zu manipulieren, um mich aus meiner Reserve zu locken. So, oh Mann, Alter. Ich kann nur sagen, ich bin happy im Leben. Punkt und aus. Mehr ist gerade auch, also, ich bin happy im Leben, ich bin im Reinen mit mir selber und ich bin auf einer moralischen Ebene voll und ganz zufrieden. Mehr brauche ich gerade nicht. Ist aber ihrer mentalen Gesundheit auch. Svenja berichtet darüber, dass halt eben durch Steffen suggeriert wurde, dass es halt eben den schnellen Weg der Heilung gäbe. Die Variante, die Steffen angeboten hat mit seiner Philosophie und seiner Lehre, die war natürlich auch sehr verlockend. Gehst du ihn gegen ihn rechtlich vor? Na, der wird schon von ordentlich Leuten gebumst. Das ist so diese schnelle Lösung. Das geht nicht mehr weg. Und diese... Seine Philosophie. Ist der lange Brief, also in diesem, werte Zuschauer, in diesem Buch, es geht ja gar nicht um das, was ich geschrieben habe. Interessant sind die Texte der Frauen. Wessen Idee war das, dieses Buch zu schreiben? Von Frauen. Ach so, Tim. Frauen haben mir gesagt, Steffen, schreibe dieses Buch. Und jetzt? Schreibe auf, was du erlebt hast. Ha, okay. Tim, hat dir schon mal jemand gesagt, schreib ein Buch? Nö, ne? Doch, wurde mir gesagt. Wurde mir schon mal gesagt. Weil mir wurde schon mal gesagt, ich soll ein Buch schreiben über Stories aus meinem Leben, so nach so kurzgeschichtenmäßig, weil ich immer in so komische Situationen reingerate, wie jetzt auch schon wieder. Weil, also, guckt, und der Chat, ihr seid perfekt, ihr seid so, Chat, wir sind so. Ja, Mann. Guck mal, Steffen, jetzt haben wir sogar mehr Leute geschrieben, schreiben ein Buch als dir. Naja, aber wir haben auch schon von einer Person abseits vom Internet. Digga, Chat rasselt aus. Chat, wir sind so. Nee, weil ich immer in so komische Stories reingerate und dann dachte ich so, ey, das könnte echt ein gutes Buch sein, mach das mal. Erzähl mal so Stories, die du erlebst im Leben so. Jetzt nicht so ein Roman, sondern einfach so kurzgeschichtenmäßig. Jetzt schreib endlich ein Buch. Spiegel-Bestseller bald. Weil da muss man was bieten. Und du hast doch das Buch. Schau doch mal rein. Ich hab reingeschaut, ich war verstört, Digga. Da steht so abgefuckter Stuff drin. Oh. Richtig gut. Tim, für dich. Der lange Brief ist ein Dialog zwischen zwei Damen. Und die eine instruiert die andere, okay? Boah, ganz vorbei, ich hab keinen Bock mehr, das anzuhören. Ich skipp den Part, weil sonst sitzen wir noch 3 Tagen hier. Danke. Nicht, die da wahrscheinlich nicht einmal bewusst sind. Okay. Und in der Recherche ist die Frage, was fehlt? Über was haben die beiden Damen nicht gesprochen? Aha. Ach so, wie geil das war, wie Thea das Gestöhne gehört hat. Es gibt den Paar, der sind über Frauen. Erkennung, Neid. Yes. In Deutschland ist die höchste Form von Anerkennung Neid. Ja, Mann, Deutschland, Neidgesellschaft. Jetzt kommen wir wieder mit diesem Punkt. Deutschland, wir sind alle neidisch. Immer wenn, wir sind auf alle Leute neidisch. Ja, Mann, Neidgesellschaft. Yes. Arthur Schopenhauer. Na dann, fickt euch. Seid mal ordentlich neidisch auf den Sexguru. Ja, for real. Steffen, niemand ist neidisch auf dein Leben. Niemand. Boah, wenn das auch so weitergeht, dann raste ich aus, ey. Mann, Alter, das ist echt Krito. Und seine Opfer. Ich
Liebe Zuschauer, es ist auf nichts eingegangen. Beim Tim wäre dieses Video ein einziges Piep, 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 Piep. Bro, ich wollte halt noch Geld damit verdienen und ich wollte, dass das Video Reichweite bekommt, weil wenn es gelb ist, bekommt es weniger Reichweite. Es ist grün. Aber ich bin ja auch nur Opfer des Systems, weil ich das Video grün machen wollte, weil das ist das YouTube-System, deswegen, ich bin ja Opfer des Systems, deswegen habe ich das so gemacht, ja. Piep, 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 piep. Wie könnte Tims Sexleben aussehen? Piep, 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 piep. Ja, hey, damit kommst du schneller zum Ziel. Und, ja, ich bin darauf reingefallen. Das hat halt in der Praxis nicht so geklappt. Ich bin nie geklappt. Also Frauen mit einem geringen Selbstwertgefühl. Kann man sagen, sogar, es hat nie geklappt in der Praxis, dass man da zu schnell zum Ziel kam. Er sagt nicht mal was zu. Wenig Selbstliebe, die hat eben viel dafür tun. Wie hast du es mit den Ausgaben? Bro, ich habe alles blockiert. Ich habe jegliche Feelings einfach blockiert, weil ich dachte, ich darf mich hier nicht triggern lassen. Und habe ich mir auch nicht. So, ich dachte mir so, also ich hätte natürlich immer argumentieren können, Digga, ich habe nice, was auch immer am Start. Ich hätte sehr viel gegenargumentieren können, aber es war so, ja, die beste Argumentation ist eigentlich sozusagen, ja, Digga, es juckt mich nicht, was du sagst. Und so habe ich es auch im Interview gemacht. Würden, dass es ihn halt eben mehr. Jede Frau, die das Buch liest, kriegt Angst. Nicht jede, viele. Und die waren auch geil. Und dann kommen hier nur die Mutigen an. Okay? Warum hat sich das Fräulein Anja bei mir gemeldet? Weil die gelesen hat und weil die Empfehlung bekommen hat. Hat mich die Anja aktiv geliebt? Ja. Hatten wir eine... Deswegen brauchtest du Viagra, Steffen? Ich dachte, wenn ich jemand aktiv lieb bekomme, ist es Wunschständer. Frag für einen Freund. War es so? Wundervolle. Es gibt wieder, was er über Frauen sagt. Wollte die Svenja. Ich. Und am Ende drei Mädels im Schlafzimmer, okay? Schönes Opfer. Aha. Hauptsache Firma ordentlich mitmischen, um es dann nicht auf die Kette zu kriegen. Ja, cool. Tim, ich bin immer noch stolz auf dich. Du solltest dich beim Spiegel bewerben oder beim Fokus. Da hast du bestimmt gute Voraussichten. Hey, manche Spiegeldokus sind Killer. Was will er denn? Boah, Chat, ich muss aber übertrieben pinkeln. Ich habe hier gerade einen dreiviertel Liter Zeugs gesoffen, Wasser. Ich muss echt dringend pinkeln. Deswegen, ich mache kurze Werbung, ich beeile mich. Wir sind sofort wieder da, okay? Wir sind sofort wieder da. Ich gehe kurz Pipi machen. Alright, wir gucken weiter. Chat, übrigens, falls ihr das Video melden wollt, weil er mich ja auch die ganze Zeit, also weil er auch die ganze Zeit Sachen mit die Frauen ist, die sie ganz bestimmt nicht wollen, könnt ihr das Video hier melden wegen... Allein, weil die einen Joint geraucht haben am Anfang, kann man es, glaube ich, schon melden. Naja, meldet das für was ihr wollt. Ich nehme dich, ja. Ach, hast du safe. Kriegst du der Regionalteil. Weil besser geht. Und diese Frauen gehen jetzt eben zu einem potenziellen Narzissten hin, der das tun würde, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Ja, GG, da kann ich aber auch nicht schieflaufen. Welche und so stellt er die Manipulation an. Er wirkt laut Svenja im ersten Moment erstmal feinfühlig, aber kompetent und gibt einem auch erstmal ein gutes Gefühl. Da war ich ganz, ganz lange in einem ganz tiefen Zwiespalt, weil es nicht in meinen Kopf reingegangen ist, wie jemand so feinfühlig sein kann, sympathisch sein kann, so kompetent. Oh, wow, ja! Yeah. Schau mal das Lächeln! Manipulativ sein kann. Das habe ich einfach nicht verstanden. Das sind Eigenschaften von einem Narzissten, Bruder. Zwei Gesichter. Geil. Schützi. Also das ist so eine Stelle, wo mein Anwalt echt geglotzt hat. Leo, oder? Meint die nicht ernst, oder? Hat die gerade gegrinst, als sie sagte, bei den enormen Qualitäten. So eine Kompetenz. Ja, Kompetenz, Tim. Was ist denn deine Kompetenz? Keine Ahnung. Chat, was ist meine Kompetenz? Und in Kompetenz ist schon Potenz mit drin. Ah! Was ist denn das für eine Aussage? Warte mal, stimmt das überhaupt? Kompetenz? Kompetenz ist da drin, nicht Potenz. Digga, Steffen, was ist deine Kompetenz, wenn du nicht mal weißt, dass Kompetenz nicht kom... Nee, Digga. Ha!
Ja! Ha! Ich hab dich erwischt! Ha! In Kompetenz ist Potenz drin! Ha! Ich hab Punkt, krasser Punkt von mir! Digga, was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist ja nicht einmal drin! Es ist ja nicht einmal drin! Oh Mann, Alter. Deine Kompetenz ist faktenbasiert, dumme YouTuber zu zerstören. Ey, ich bin Handwerker. Das ist echt, wenn deine Freundin hört. Ey, greif wieder meine Freundin an, okay. Ist die sowas von rattenscharf? Bro, warte. Okay, ich lese dir die Rezension von meiner damaligen Freundin vor. Hey, hab dein Video gesehen. Ist ein Brett. Aber wirklich sehr traurig aus. Manchmal versteht man gar nicht richtig, was die einem sagen wollen, weil es so wirr ist und ich kann auch nicht richtig nachvollziehen, wie die Opfer dahin kommen und so. Da geht's kurz um andere Sachen. So. Das Video kam auch mega an. Das fand ich zum Beispiel auch total eklig. Da hat sie einen Kommentar gepostet. So. Das war wirklich der Punkt, wo ich richtig Ekel hatte, weil das andere empfinde ich als krank, aber da habe ich selbst gesagt, bah, Digga, stell dir vor, der hat noch Bilder oder sowas von dir. Sie hat sich geekelt. Sag ja nur. So wie ungefähr alle Frauen sich geekelt haben. Welche Frau? Ich kenn den Ball gerade. Nur weil du mehr Handwerker bist als dieses Lama. Ey, Saremo, dankeschön für 25 Euro. Nur weil du mehr Handwerker bist als dieses Lama? Ich check den Kommentar nicht, aber Bruder, vielen Dank. Ey, und meine Kompetenz auch scheinbar, Geld zu verdienen mit Scheiße, Steffen. Steffen, danke für die 25 Euro. Die ich ja scheinbar auch irgendwie durch dich bekommen habe. Er sieht halt wirklich aus wie ein Lama. Würde es nicht genießen, die 100%ige Kontrolle über ein männliches Glied zu haben. Bro, ich sag mir so, über andere Glieder vielleicht, aber über deins nicht. Also welche wahre Frau? Äußerst attraktiv. Ah, welche wahre Frau, okay. Okay, die anderen Frauen sind keine wahren Frauen, die es nicht wollen. Die nicht? Aber halt leider nicht bei dir, Tim. Weil du hast ja Svenja und Anja als deine Sexlehrerin auserkoren. Ich bin gespannt, ob man das im Video sieht. Nein, hab ich nicht. Ich brauch keine Sexlehrer, Steffen. Mein Sexleben ist wunderbar. Was willst du von mir? Deine Aussage. Oder ob du es rausgeschickt hast. Dieses Animo-Chat. Oh mein Gott, das passt so perfekt. Anissa Blick, ja, das passt so perfekt. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die sehr viele Frauen gemacht haben oder sehr viele Menschen. Ich game up. Das, was du sagst, wenn ja noch voll ist, läuft es auch nicht. Und sich irgendwie so gesehen fühlt auf einmal und wahrgenommen fühlt auf einer Ebene, in der man sich noch nie so wahrgenommen und gefühlt, also eben auch auf einer emotionalen Ebene, auf einer empathischen Ebene, der aber auch dann sehr gekonnt weiß, wie er das für sich und seine eigenen Interessen nutzen kann, nämlich für seine eigenen sexuellen Interessen. Also eine Person, der man vertraut, weil sie auch charmant zu sein scheint, aber einem dann auch... Ey, Saremo, Kuss, danke für die 5 verschenkten Subs. Bruder, Kuss. Auch sowas hier verklickern möchte. Und falls ich denn überhaupt Therapie mache, ist es die der Klarheit und Ehrlichkeit. Ja, und dass ein wo ist eigentlich Steffen denn jetzt? Scheinbares Opfersein einfach nur vorgeschoben ist. Aber was ist Opfersein? Ich kann nicht, ich will nicht, rumquengeln. Aber guck mal, krass, Chat. Ich will jetzt gar nicht sagen, ich will da jetzt gar nicht viel ran interpretieren, aber Steffen ist weg. Und sie hört instant auf, was zu sagen. Das sind erstmal Tatsachen. Ich will nicht sagen, was bedeutet. Aber Steffen ist weg und sie hört instant auf, Dinge zu sagen. Halt so das scheinbare Opfer in einem selbst, um gewisse Hürden zu übergehen, um gewisse Dinge nicht machen zu können. Also er sagt selber, dass er Therapie durch Ehrlichkeit macht. Durch Geradheit. Und man vertraut ihm dann halt auch, weil er halt auch eben charmant und auch eben kompetent rüberkam. Aber will dann halt eben Dinge von dir, die du gar nicht machen willst. Und redet dir halt ein, wenn du diese Dinge nicht mitmachst, dann bleibst du halt eben das Opfer, was du gerade bist. Aber du willst ja nicht das Opfer bleiben, was du gerade bist, sondern willst vom Opfersein wegkommen.
willst aber doch eben nicht seine sexuellen Fantasien mit ihm ausleben. Und hier sind wir schon mittendrin in der Manipulation. Vor allem, weil dieser Mann sich halt eben selber glaubt. Und guck, ich sag, er manipuliert Frauen und sie sagt nicht mal was dazu, sagt nichts mehr. Entsprechend die Sachen, die er sagt, unfassbar glaubhaft rüberbringen kann. Mit jemandem, der eine krasse Psychose am Start hat, wo man auch erstmal drauf kommen muss, dass der die hat. Weil er ist sehr überzeugt von dem, was er sagt. Das ist nämlich auch das Ding. Ich glaube, er ist tatsächlich fest davon überzeugt, dass das, was er über sich selber sagt, wie er sich selber sieht, dass das alles so stimmt. Sollte man aber dann weiterhin die Sachen, die Steffen möchte, nicht mitmachen wollen, hat er noch eine ganz andere Strategie, um dich dazu zu bringen. Die erste Sache wäre, dass dein Ego dir gerade nur selbst im Weg steht. Also dein Herz möchte, aber dein Ego eben dein Herz blockiert. Wenn die Frau sowas von in sich im Widerstand ist, im Ego das eigene Herz blockiert und alles macht, um nicht. Das ist so krass, dass sie dann einfach aufhört zu reden. So nach, so, na, ich weiß nicht, also, da kann, da, ihr könnt da jetzt rein interpretieren, was ihr wollt, ich mach da gar nichts. Ja. Übrigens, die ganzen Subs sehe ich später vor, ne? Küsschen, aber vielen Dank für den Support. Den Schwanz hart zu machen. Und eine wird dann halt eben eingeredet, dass er Herz möchte, aber sein Ego halt eben gerade sein Herz blockiert. Wenn man sein Herz vor sein Ego bekommt, dann sei man kein Opfer mehr. Oder halt eben super plump ausgedrückt, mach sein Dick hart und du bist kein Opfer mehr. Das wird einem da eingeredet. Und für die Leute, die sich dann fragen, was eigentlich bei Thea abgeht, diese Frau folgt Steffen seit 5 Jahren überall hin. Und macht mal, die, also. Es war jetzt eine starke Aussage von mir und die sagen nicht mehr was zu, weil sie wissen nicht mehr, was sie dazu sagen sollen. Auch wirklich alles, was dieser Mann möchte. Mit meiner Aggression gehen. Whoop. Und ich dann anschaue, wenn ich anrande, wenn Steffen das im YouTube-Video von mir möchte, dass jemand zu sagt, macht oder whatever, tut sie das. Hier zum Beispiel redet hier minutenlang in dem YouTube-Video. Boah, es ist eigentlich passend, dass genau dieser Ausschnitt jetzt gerade kam. Super ruhig über bestimmte Themen, aber als man dann merkt, dass Steffen möchte, dass sie sich ein bisschen mehr für ihn einsetzt, tut sie das auch sofort. Was sagt der andere Teil in dir, wenn dein Mann abgefuckt wird? Der andere Teil in mir sagt, haltet die Fresse! Aber gehen wir mal wieder zurück zu meinem Bild. Ich habe euch ja vorhin schon ganz kurz von den Bildern erzählt. Ich glaube, die sind so stoned beide, ne? Warum sieht der Typ aus wie ein Standbild? Digga, weil die sich gerade reingebufft haben. Und dieser wird dann zum Beispiel auch eingesetzt, wenn man nach mehreren Stunden immer noch nicht das macht, was Steffen möchte. Denkst du nicht, dass es auch einschüchternd wirkt auf Leute, dass es halt... Dass sie halt dann trotzdem Dinge tun, die sie nicht tun wollen, einfach weil sie angeschüchtert fühlen? Ja, welche denn zum Aber Beispiel? Was machen sie für Dinge, die sie nicht tun wollen? Ich weiß ja nicht, wo der Bildschirm schon alles ausgepackt und angesetzt wurde. Okay. Tim, was wollen die Frauen? Warum kommen die her? Nathalie, okay. Was macht? Naja, guck mal, das hat Steffen bisher noch nicht verstanden. Guck mal, du kannst ja denken, guck mal, das habe ich am Anfang sehr gut aufgeschlüsselt eigentlich. So, guck mal. Die Frauen sehen so, ey, mir geht's mental richtig kacke, ich muss irgendwie eine Hilfe haben, ich brauche eine Hilfe. Und dann wird dir deine Hilfe versprochen. Dann willst du diese Dinge aber nicht machen, die Steffen von dir möchte. Du willst es nicht tun. Und dann, ne, also aber trotzdem vorher denkst du, okay, das kann irgendwie was bringen, bist dann aber da und willst es nicht tun. So wie zum Beispiel, sagen wir mal, eine Frau geht mit dir nach Hause. So, du denkst, okay, die will jetzt vielleicht mehr bimsen. Und dann sagt sie, nein, nee, ich will doch nicht mit dir bimsen. Und wenn sie dann trotzdem bimst, ist es fucking Vergewaltigung. Auch wenn sie vielleicht 2 Stunden vorher noch mehr wollte. Wann ist sie vielleicht ein bisschen nüchterner geworden, wollte nicht mehr. Das ist ja auch vollkommen okay. Und er checkt es, dass er das nicht checkt, ist krass. Eine Frau, wenn die... So, ne, nur weil eine Frau zu mir nach Hause kommt, heißt nicht, dass ich sie bimsen darf. In der Regel, wenn die hier reinkommt. Also als erstes macht sie, liebt sie dich. Und dann macht sie den Schwanz hart. Nein, anders. Die kommt hier rein, so, liebt mich denn anders. Du hast ja auch schon Damen bekommen. Diese Bauch, diese Falte die da raus, die macht mich auch krank. Wurde dir auch schon vorgeworfen, du hättest sie dann genötigt. Dass die Sex mit dir haben wollen. Die kommen wegen Sex. Ganz normal. Hey, ich will einfach nur meinen Frieden haben. Die Mädels wollen immer ficken, bringen ihre Freundin mit. Was wollen die? Tim. Steht im Buch. Das anale Thema ist das größte Thema im Buch, okay? Hab nicht ich mir ausgedacht. Das sind die Wünsche der Frauen. Oh Mann, Alter, Steffen, ey. Er hat auch ein paar Zitate gedroppt, als er bei mir im Interview da war, aber... Also kommt die Frau hier an, macht als erstes mal den Test, was sie im Buch gelesen hat, ne? Liebt mich erstmal, dann... Da müsstest du ja immer eine Latte bekommen, Steffen. Und warum nimmst du dann Viagra? Push in die Badewanne, einen Einlauf, weil sie sich eine Analbehandlung wünscht. Digga, dieses Zucken, ey. Drachenlord würde sagen, was zuckst denn so? Nee, was zitterst denn so? Etc. Jetzt hat sich die Frau den Arsch ausgespült und steht auf dem Schlauch. Frag ich, ey Baby,
Warum hast du dir eigentlich einen Arsch ausgespült? weil ich es nötig habe? Ja dann, steh doch nicht auf dem Schlauch, Alte! Ist ganz simpel, Tim. Er geht auch nicht auf meine Punkte ein. Ja, ist ja okay, wenn sich irgendwelche Frauen ihren Arsch sprühen. Und wenn die es wollen, ist doch fein. Dagegen sage ich auch nichts. Diffus, ey. Er geht halt nicht auf die Punkte einfach ein. Das ist krass. Diffuse Vorwürfe. Du musst einfach früher aufstehen, wenn du mich zerstören willst. Warte mal. Ich muss einfach um jemanden aufstehen. Wie kam denn mein Video an? 63.000 Dislikes, 762 Likes. Kommentare waren alle krank für mich. Naja, also. Ich finde, ich habe das gut gemacht. Ich muss dich auch gar nicht zerstören, Steffen, weil das machst du auch eigentlich selber. Kompletter Zwerg mit dem Zahnstocher, der mir ans Schienbein tritt. Kompletter Witz. Deswegen hast du mich auch beleidigt und angeschrien am Ende und nicht ich dich. Also Tim, es geht hier um innere Selbstermächtigung. Also alles hat hier das Ziel, in sich selbst klar zu sein. Und Frauen kommen hierher für Sex, machen dann nicht, was sie eigentlich wollen. Hey, die zahlen dafür. Sag denen das, zeig denen das. Hey, Punkt. Du bist doch deswegen gekommen. Hä? Hat sie gerade zugegeben, sie machen nicht das, was sie wollen? Und Frauen kommen hierher für Sex, machen dann nicht, was sie eigentlich wollen. Sie machen nicht das, was sie wollen? Ich dachte, du kannst nur ein Dicker, der Dick kann nur hart werden, wenn sie es wirklich will. Hat sie es gerade zugegeben? Oder check ich es gerade nicht? Zahlen dafür! Sag denen das! Zeig denen das! Hey! Punkt. Du bist doch deswegen gekommen! Das Fräulein Anja, Opfer, hat 1000 Euro im Nachhinein überwiesen. Das ist so. Dieses Gesicht. Und warum ist die so grantig? Wir waren. Okay, warum ist sie so grantig? Okay. 16 Stunden im Schlafzimmer. Ich glaube, sie sagt das auch. Im Video. Ja, wieso? Was machen wir so lange im Schlafzimmer? Weil sie aktiv, praktisch, von 16 Stunden, die sie am Buffet war, praktisch nur 2 gegessen hat. Vielleicht. Digga. Okay, ich kann jetzt nicht in die Frauen 100% reinkommen, aber guck mal, wenn du so lange im Schlafzimmer bist und dann nichts machst, ist es ja wohl ein Zeichen, dass du es ja vielleicht dann nicht willst. Und Speed sagt sie auch, will sie nicht. Und dann frage ich nach, hast du noch Hunger? Ja. Na dann. Meinst du, ich habe nichts Besseres zu tun, als mich mit beschissenen Alten rumzuschlagen, die auf dem Schlauch stehen? Liebe Frauen, liebe Opferfrauen, hier ist kein Platz für euch. Hier gibt es keine Therapie. Hier kommen nur richtig freshe Divas rein. Und wer das nicht auf die Kette kriegt, bleibt daheim. Mann. Gut. Gestern kam hier ein Mann an. Ein Mann, der einen spirituellen Meister hatte in der Vergangenheit. Sogar einen sehr berühmten. Der 16 Jahre ein Tantra-Institut geführt hat. Also im Grunde ein Guru. Eigentlich einer vom Fach. Gestern war ein Tantra-Guru hier, weil der Videos von Thea gesehen hat und von mir. Und Bruder, also, die Videos bestehen aktuell nur aus Rechtfertigungen gegen Frauen, denen die was vorwerfen. Und ich scheiß auf alles. Ich bin so geil, ich könnte den Ball gerade. Ganz viel Liebe an dich und deine Aufklärung. Mir wird das leider zu viel. Respekt, dass du da durchhältst. Bruder, for Kuss real. An dich. Es ist auch zu viel eigentlich, aber ich zieh trotzdem durch. Weil, ist aber, ich finde, man muss aber Frauen ernst nehmen, die Leute, die bestimmte Dinge einem vorwerfen. Und ich bin da niemand, der sagt, ja, nö, also, ich will einfach nie so sein wie er. Punkt in der Aus. Ich will einfach nie so sein wie er.
Das ist ein Mann vom Fach. Ein Mann. Hier ist nochmal das Video, falls ihr melden wollt. Der Sex als Beruf hatte. Okay. Sollte man meinen. Wie auch immer. Und jetzt hat er in der Thea solch eine Qualität erkannt, dass der gestern hier angerückt ist. Ja, ist ja auch okay, wenn er was mit Thea haben will. Dagegen sage ich doch auch gar nichts. Ficken, ne? Ficken. Und da hat ihm mein Drill Sergeant einen in die Fresse gehauen. Sind wir scheiße oder was? Ist das dein Robin Hood? Begegnet man so einer Frau? Ist nur mehr ficken. Lieber Tim, hier ist kein Platz für Opfer. Entweder du bist eine souveräne Diva oder geh scheißen. Lass dir doch Kinder in die Röhre schieben. Okay. Such dir doch den nächsten Muschiknecht, Alte, und mach ihn in dich verliebt und häng ihm Kinder an. Chat, wisst ihr, was eine miese Kombi wäre? Ihn, Jotta und Karl S. in einem Raum. Boah. Das wäre eine miese Kombi. Dafür würde ich Geld zahlen. Und zwar nicht wenig. Viel Spaß, Tim. Wenn zum Beispiel eine Frau sich nach 15 Stunden immer noch nicht ihre tiefste Wahrheit eingestanden hat, weshalb sie zum Beispiel gekommen ist. Und um was geht's halt immer, wenn man bei dir ist, Herr Ostwald? Und nur nochmal zur Veranschaulichung. So wie ich es verstanden habe, kommt er hier heraus. Digga, ihr müsst diesen Ausschnitt sehen, wo er Sex hat. Er macht das so. Es ist. Wenn man Nein zu Sex mit Steffen sagt. Und wälzt dich in dein Geld und starb unglücklich. Jetzt hast du einen Drill Sergeant, geil. Tatsächlich wurde ich auch schon im Vorfeld von potenziellen Opfern von Steffen vorgewarnt. Umfeld anzugreifen. Was geht bei ihm ab, Alter? Mich hat irgendwas der Reserve zu laufen. Ist 1,25 Geschwindigkeit, weil ich dachte, komm ein bisschen schneller durch. Obwohl, wir haben noch eine Stunde vor uns. Wenn ich mich halt irgendeinen Angreifer mache. Puh! Er ist halt wirklich an meine damalige Freundin gegangen, hat versucht, sie klein zu reden, um mich halt irgendwie zu triggern. Thea hat so eine Liebespower, dass deine Schnecke, die du dir gerade geangelt hast, okay, die dir aus der Hand frisst oder du ihr, einfach nur noch Asche ist. Das war mir auch vorher. Cool. Das versucht wird, auf Leute einzugehen. Bla, bla. Dass er das feiert. Meine Freunde haben gesagt, Digga, nach dem Satz hätten sie mir in die Fresse geboxt. Also meine Freunde, die in der Beziehung sind, haben gesagt, Digga, wären die damals auf die Freundin gegangen, einfach einen in die Fresse. Das ist ganz schön, dass wir gerade versucht, live sehen, wie man versucht, nicht irgendwie zu meinen. Wahnsinn! Also, geil! Was für Vorwürfe ausdenken kann. Was für Vorwürfe? Ey, wie kann man. Das hat er doch gerade gesagt, ey! Wahnsinn! Geil! Natürlich ist es relevant, was du für Beziehungen führst. Was die Leute, wie die Leute mit dir umgehen und du mit den Leuten um dich rum. Hey, Tim! Das sagt was über dich. Ich gehe eigentlich mit Leuten gut um. Ich bin sogar zu Leuten nett, die scheiße zu mir sind. AVK-Thematik, ich war nie unhöflich zu ihm. Kann er nicht sagen. Er kann sagen, dass die Sachen, die ich ihm gesagt habe, Müll sind oder sowas. Ja, das kann er gerne sagen. Aber ich war einfach weiter nett zu ihm. Ich bleib auch nett zu den Leuten. Ich interessiere nur noch schriftliche Sexempfehlungen von Frauen über dich. Und wenn du keine hast, halt deine Fresse. Okay, Steffen, Dicker. Muss ich dir aber nicht liefern, weil ich bin happy mit meinem Sexleben. Ich könnte dir liefern, aber ich brauch's nicht, Steffen, weil ich bin happy in meinem Leben. Sagt dir der Sexguru. Stersky, das funktioniert bei mir nicht. Gerhard hat mich und sie jetzt auf jeden Fall. What the fuck, Alter? Ich war mies gefrontet. Tim, du bist supi im Bett. Guck, da im Chat steht, ich bin supi im Bett. Da oben stand gerade eine DM, ich bin supi im Bett. Da oben. Guck, Steffen, da hast du deine Sexempfehlung. Oh Mann, Alter. Ah, ich guck, sie ist da. Ach, schön. Du bist mega. Guck da. Du bist mega im Bett. Du bist wirklich super im Bett. Da, guck, Steffen, da oben sind sie. Guck, da oben. Jetzt bist du doch happy. Sie ist nicht im Bild. Geil! Schau, wie hab ich zuvor gesagt, wenn ein YouTuber nicht seine Partnerin an der Seite, okay? Wenn man die nicht sieht, dann. Ey, Tim! Dann was? Guck mal, ich bin völlig baff. Ey, dass Kindergarten! Dass du das Video einblendest und sie ist da rausgeschnitten. Kindergarten! Digga. Eine Frau möchte nicht in der Öffentlichkeit sein. Das ist Kindergarten. Kindergarten. Tims Kindergartenshow. Ja, komm, Tim Jacken.
Ich lasse mir ein T-Shirt drucken. Tim Jacken. Ich bin Tim Jacken-Fan. Ich habe auch Verstopfung. Ich kann manchmal nicht kacken. Dann schaue ich Tim Jacken. Ja, mieser Front, Alter. Also echt wahr, Junge. Dann habe ich letztes Mal in der ersten Klasse oder zweiten gehört. Genommen hat, was eigentlich gar nicht nehmen wollte. Anja berichtet in ihrem Video das hier. Dann kamen immer wieder Lines von Steve, wo ich immer wieder Nein gesagt habe und mich dann aber überzeugen habe lassen, beziehungsweise ich hatte auch keinen Bock auf den Drillsalchen und habe es dann halt einfach gemacht. Lines, die dann ausgelegt wurden, Nein gesagt. Es ging immer wieder in die Richtung von jetzt sei doch nicht so und du stehst dir selber im Weg, bis hin zu dem Drillsalchen, der dann auch immer wieder kam, der mich angefeuert hat, das doch zu tun. Und dann berichtet Thea noch so frech, dass Leute, die bei ihnen sind, gar keine Sachen machen könnten, die sie gar nicht wollen, weil Jotta hat mich auch Tim Kacken genannt. Oh mein Gott, das ist so same energy. Jotta hat mich auch Tim Kacken genannt. Digga, als ob das der mieseste Front ist, den die mir vorwerfen können. Oh mein Gott. Krank. Ich finde übrigens lustig, dass er gerade Anja nicht widerspricht, dass sie Nein gesagt hat dazu. Oh mein Gott. Sowas von same energy. Ihr müsst bitte in... Thea würde das halt eben bemerken. Also okay. Chat, ich sag, ihr kommt jetzt mit der Story, dass Anni ihre eigenen Drogen dabei hatte. Szene. Nathalie? Ja, bitte. Was passiert, wenn du in der Reiterstellung auf mir bist und nicht auf deinen Körper hörst? Dann bin ich nicht in meiner Mitte, nicht gerade und dann geht die Erektion weg. Ach so! Bro, Steffen, du hast einfach Erektionsprobleme. Gib's doch einfach zu. Oh. Ah, warum, Tim? Der Körper sagt. Und warum nimmst du dann Viagra? Meine Beine, okay? Oberschenkelmuskulatur. Die fängt dann... Oberschenkelmuskulatur. Nach einer Weile an zu lahmen. Weil aber das Fräulein so geil ist, weil es nicht so, so geil ist und nicht auf den Körper hört, wenn der Körper sagt, wechsel die Position, kommt Schmerz. Bei Schmerz geht die Freude verloren und mein energetisches System reagiert darauf und sagt, ja, dann wechsel doch die Stellung. Bruder, das kann er nicht ernst machen mit seinen scheiß Grimassen da. Was ist denn das die ganze Zeit? Tim, du hast die Stelle rausgeschnitten, wo Anja sagt, ich habe mein eigenes Zeug mitgebracht. Guck, ich habe gesagt, dass er darauf eingehen wird. Ja, es ist ja okay, wenn sie ihre eigene scheiß Weed-Zigarette oder was raucht, das ist ja vollkommen fein. Und ihren eigenen Alk trinkt oder was auch immer. Aber wenn sie fucking Nein zu Speed sagt, dann möchte sie es nicht. Und das ist der einzige Punkt, um den es geht. Dass er das nicht rallt, spricht nicht für seine Intelligenz. Als der einfach F an seine Mutter, true, Alter. F an seine Mutter. Anwalt das gehört hat. Amphetamin hat er angefangen zu lachen. Hä? Schon mal eine Doku von Netflix geschaut? Adderall? Ja. Auf amerikanischen Universitäten? Die halbe Studentenbelegschaft ist auf Adderall. Amphetamin fördert fokussiert sein. Okay? Tim, du machst... Okay. Machst dir so einen auf scheinheilig. Hä? Ja, Mann, scheinheilig, ja. Da sind wir wieder. Ja, Mann. Bitte sag noch, ich bin Heuchler. Dann haben wir wieder alle... Nasenballern, hä? Schon geil, ne? Nee, Digga. Ich hab einmal, als ich gerade 19 war, habe ich einen Line Pep gezogen. Fand ich mies kacke. Und seitdem nie wieder irgendwas Chemisches genommen. Tut mir leid, fand ich mies kacke. Du nimmst heimlich Drogen und machst so einen auf geschissen. Ich bin alle... Ich nehme überhaupt nicht heimlich Drogen. Also ich bin seit anderthalb Monaten ungefähr komplett clean. Also ich habe... Also Koffein nehme ich noch, ja, das schon. Aber ich trinke keinen Alkohol und seit anderthalb Monaten kein Alkohol. Und seit 3 Monaten habe ich auch nicht mehr gebufft. Ungefähr. Aber davor habe ich auch mal Alkohol getrunken, davor habe ich auch mal gebufft. Und nur mit 19 das letzte Mal Pep gezogen. Einmal in meinem Leben. Fand ich mies kacke. Ich will noch chemische Drogen nehmen, so MDMA, irgendwann mal.
Mach ich aber auch keinen Hehl draus. Irgendwann finde ich spannend. Ja, okay, irgendwann will ich das mal mit dem Leben gemacht haben. Aber unter Kontrolle, unter Aufsicht, nicht so vercrackt oder irgendwas, sondern so richtig über Aufsicht. Oh Mann, Alter. Der Welt's Friend, damit ich ja viele Klicks kriege. Nö, Digga, ich habe alles gesagt, was ich jemals genommen habe. Ich hab, also... Die Zerstörung von Steffen Ostwald. Menschen bei uns können nicht irgendwelche Sachen tun, die sie vom Herzen gar nicht wollen. Das geht nicht, weil das fühle ich und dann fange ich an zu heulen. Also ich mein Gegenüber fühle und das Gegenüber macht gerade sein eigenes Herz klein. Jo. Übrigens, ich hatte mies keinen Bock auf das Interview mit den beiden. Hat er das gefühlt? Ich glaube eher weniger. Also, ich hatte wirklich mies keine Lust darauf eigentlich, aber ich wusste, ich muss es machen. So. Ich glaube auch. Aber anders muss man auch sagen, dass Steffen sehr belohnt ist, wenn du genau das tust, was er möchte. Also du erfährst durch die Bestätigung für dein Handeln, dass es scheinbar das Richtige war. Und dass Frauen die Tür reinkommen. Auch geil, dass er sagt so, was labert er wieder, was labert er, bababa. Und jetzt berichtet er selber darüber, was ich gerade gesagt habe. Also jetzt sagt er selber, so, er widerspricht sich, indem er nicht mehr was sagt. Nicht aktiv lieben. Und sobald es passiert, fließen bei mir die Tränen. Steht auch im Buch. Oh, kann ich bezeugen. Wow, du machst genau das, wie es in der Anleitung steht. Gratulation. Und es bestärkt die Frau. Wow. Und wir kennen es alle. Wenn es uns kacke geht und wir wissen, wir Bestätigung bekommen, dann geht es uns zumindest ein bisschen besser. Also man würde wie so ein Tier so richtig von ihnen konditionieren. Was? Uns geht's besser, wenn wir uns... Digga, allein diese Aussage. Uns geht's besser, wenn wir Bestätigung bekommen. Was? Chat. Eins in den Chat. Wenn ihr euch schon mal, nachdem ihr Bestätigung erfahren habt, ob es eure Mutter ist, ob es euer Freund ist, ob es euer Partner ist, der sagt, ey, das hast du gut gemacht, das hast du toll gemacht, dass ihr euch da schon mal besser gefühlt habt. Ich will mal gucken, ob wir die Einsen rattern. Frag mich, was für Saft? Einfach Orangensaft. Was? Leute fühlen sich ein bisschen besser, während sie Bestätigung erfahren? Steffen, guck mal da oben, Feldstudie. Feldstudie da oben. Haben 2.500 Leute hier. Das war falsch, dafür erfährst du Bestrafung. Das war richtig, dafür bekommst du Belohnung. Und das darf man nicht vergessen. Dieser Mann nennt sich ja selber der Sextherapeut. Also, er sagt, er wäre ein... Oh, lieber Tim. Finde mir eine Stelle im Buch, wo ich sage, ich bin Sextherapeut. Ich habe Sexualtherapeut gesagt. Das U hört man nicht, weil es so rausgeschnitten war. Und das Buch heißt Der Sexualtherapeut. Und es geht über dich. Also. Wirst du nicht finden. Du wirst im Buch nicht ein einziges Heilsversprechen finden. Gut. Hey, ich habe ein Fick-Arbeitsleistungsbuch. Steffens Ekstasedienstplan. Steffens Ekstasedienstplan. Oh. Ich hab's nicht nötig. Und es langweilt mich, mit psychisch labilen Frauen umzugehen. Langweilig. Ach. Tim, Anja und Svenja sprechen nicht über den Sexteil. Bruder, es ist so eklig, es ist so bar. Du bist so ein ekliger Mensch, Alter, bar. Oh. Und was ein bisschen untergegangen ist gerade in dem Ganzen, was du da auseinander nimmst, Steffen kann man aktiv lieben und er läuft nicht weg, sondern er weint. Er bleibt da. Weißt du, was Frauen sagen? Digga, mich hat man auch schon aktiv geliebt und ich bin nicht weggelaufen. Also, was ist das für eine Aussage? Alle Männer haben Angst vor der wahren Kraft der Frau. Alle, außer er. Alle außer er, Chat. Alle außer er. Ach so. Hey. Der Sexualtherapeut ist der Titel vom Buch. Und selbst der Titel stammt nicht von mir, sondern vom Lektor. Man kann lediglich im Buch lesen, und ich zitiere, eine Frau sagt mir, Steffen, du bist Sexualtherapeut.
Die gleiche Frau hat mir auch einen Auftrag fürs Buch gegeben. Die gleiche Frau war auch vor 2 Monaten hier. Ich weiß, wen er meint, glaube ich. Lieber Tim. Oha, ich glaube, ich weiß, wen er meint. Und diese Frau ist vor ihm geflüchtet. Mittlerweile. Boah, mieser Disrespekt. Also wenn es die Frau ist, die ich denke, dann ist sie vor ihm geflüchtet. Und ich habe von Familienmitgliedern dieser Frau ein großes, fettes Danke bekommen. Ich lese euch was vor, Chat. Ich lese euch was vor, passt auf. Ich müsste es gescreenshottet haben. Ich glaube, ich habe es gescreenshottet. Bitte, habe ich es gescreenshottet? Ah nein, habe ich es nicht gescreenshottet? Pass auf. Ich hab's doch. Hey, meine Frau hat mir heute ein Video über Steffen gezeigt. Meine Schwester ist über mehrere Jahre in diesem Verbrechen verfallen und ich danke dir, dass du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Als ich irgendwann gemerkt hatte, dass dieser Typ noch viel ekelhafter ist, als ich dachte und sich meine Schwester nach und nach wenig getraut hatte, darüber zu sprechen, hatte ich sehr viel Hass und Traurigkeit gespürt. So. Diese Frau, ich weiß jetzt nicht, welche Frau er genau meint, aber ich glaube, ich weiß welche, weil es ungefähr zeitlich passt so. Und dann ist sie vor ihm geflüchtet. Das ist ein mieser Disrespekt an ihn. Dir ist dein Arsch einfach nur mal auf Grundeis, wer hier der geile Macho ist. Ist eh klar. Digga, wenn man sich selber geiler Macho nennt, boah. Nämlich der, der die Mädels hat. Redest du zu mir oder was? Wahnsinn, Tims! Bro, nur weil man Mädels zeigt. Oder sag mal, nur weil man keine Mädels zeigt, heißt das nicht, dass man keine Mädels hat. Aber selbst wenn. Juckt mich nicht, Digga. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Super, ich danke dir für deine geile Promotion und für diesen mega Unterhaltungswert, den du hier einfach lieferst. Ja. Ich finde die Unterhaltung auch gerade actually lustig. Und für alle unsere Fans, ne, die sich so einen Schrott überhaupt angucken, ne? Hallo, schön, dass ihr da seid. Jetzt gucken wir wieder weiter. Therapeut. Yes, ja. Und ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal bei einem Therapeuten waren. Ich war schon mal bei einem Therapeuten. Oh. Und ich muss sagen, ich bin dort mit einem 100%igen Vertrauen gegangen. Ich habe meine Therapeutin zu 100% vertraut. Weil ohne dieses Vertrauen bringt halt in meinen Augen die Therapie halt eben nichts. Und dementsprechend wird man halt fast schon ja gezwungen, seinem Therapeuten oder seiner Therapeutin eben zu vertrauen. Und wenn meine Therapeutin gesagt hätte, ey, mach mal das und das oder probier mal das und das aus. Aber ich habe gerade selber gemerkt, Mädels haben so eine wacke Formulierung, Chat. Ich will das kurz zurücknehmen, ich finde das kacke. Ich habe mich kurz auf ihn eingelassen. Ich habe keine Mädels. Aber ich bin trotzdem einfach zufrieden. Dann hätte ich, sagen wir es so einfach. Das auch gemacht, weil ich ihr eben vertraue. Weil diese Menschen in der Regel... Wie kann man über sowas Ernstes lachen? Ist, glaube ich, ein Art Abwehrmechanismus auch teils von mir, weil das sonst zu krank ist und man hier das nicht verarbeiten kann, actually, muss ich sagen. Ja. Also, weil ich könnte mir das Video nicht geben, um nicht... ohne drüber zu lachen. Wirklich, der nur das Beste für einen möchte. Und dieser große Batzen kommt dann eben noch auf die Manipulation und Konditionierung von Steffen. Von Steffen obendrauf. Und der Vorspielung falscher Tatsachen. Ey, Tim, ich habe dir vertraut. Oh. 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 Bruder, was ist mit ihm los? Thea hat dir vertraut. Oh. Oh. Und du führst... Er schreckt sich immer wieder. ...uns so vor. Oh. Das war dein Plan. Uns vorzuführen. Das machen wir nur gerade mit dir. Okay, Digga. Ich sag mal so. Ich hab dich noch nicht angeschrien und beleidigt bis jetzt. Du mich schon. Wer hat ihn Tor geschossen, wenn ich? Unter Vorspielung falscher Tatsachen hast du unser Vertrauen missbraucht. Das habe ich sogar ganz am Anfang gesagt. Ja, natürlich, sonst wäre doch gar nicht zu mir hingekommen. Und ich habe mich noch bedankt am Telefon. Tim, danke,
dass du uns diese Tür öffnest. Bruder, das Telefonat war auch ganz wild, Alter. Und dann hat sie ihn dir schon gesagt. Dich fick ich. Ich würde zwar viel lieber die Thea ficken. Boah, Mann, Alter, ich will nicht mit euch Sex haben. Das habe ich damals in Reaction auch schon gesagt. War, Mann, ich will das nicht. So, ich will euch jetzt nicht... Ist ja okay, wenn ihr es machen wollt untereinander. Aber ich will das nicht. Ich finde das wirklich nicht schön. Um das jetzt mal freundlich noch auszudrücken. Ich finde, ich könnte mir... Nee, ich will das einfach nicht. Aber das traue ich mich nicht. Also fick ich dich, Steffen. Und die Thea strafe ich mit Ignoranz. Hey, du hast der nicht okay? Mann, wenn schon so halber Sabber aus seinem Mund rauskommt, so. Oben drauf. Dazu muss man aber sagen, Steffen Oswald ist kein anerkannter Therapeut. Aber ich finde, er sogar... Hab ich auch nie gesagt. Ey, Leute. Okay, ich will mal kurz was sagen. Ihr habt ja vorhin das zumindest gehört, dass eine Svenja gesagt hat, ey, Steffen bietet schnelle Lösungen an, um damit sie ihr Trauma vergessen kann. So, er hat Lösungen angeboten, damit es ihr mental besser geht. Was für Menschen machen das sonst? Therapeuten. Therapeuten geben halt keine Heilversprechen, hat Steffen auch nicht gemacht, weil das darf man auch nicht, sonst kann es verklagt werden, glaube ich. Aber... Was für ein Therapeut zeigt sich denn so in einer Sendung, hä? Das ist doch komplett behämmert. Tim, bist du behämmert? Was für ein Therapeut? Es kommt sogar durch einen Therapeut, der sich auch in Sendungen gezeigt hat. Oh Mann, das ist doch alles ein Witz. Das ist doch ein... Okay, Chef, wir müssen wieder auf den Comedy-Faktor gehen. Ich lass mich gerade so... Ich bin gerade so ein bisschen tilted, Alter. Weil es so dumm ist einfach, was er labert. Okay, wir gehen wieder mehr auf Comedy-Faktor. Der Witzkanone. Oh Mann, Alter. Tim, Jecken. Tim und seine Jecken. Hä? Seid ihr ein Jeckenverein? Ihr seid auch nicht weit von Köln weg, ne? Alter. Da auf der Kanzel haben wir gelacht. Ey. Mein Therapeut will nur mein Bestes. Okay. Ja, der will bestimmt nicht nur... Das ist bestimmt nicht einfach nur sein Job, um seine Familie zu finanzieren. Nein. Ja. Bro, Mann, Alter. Oh, was ist das für eine Argumentation? Ich lass mich triggern, aber... Hä? Natürlich will meine fucking Therapeutin das Beste für mich. Sonst hätte sie sich nicht durch ihr scheiß Studium gequält. Ein Therapiestudium ist nicht so leicht, tatsächlich. Ob man es glauben... Also... Natürlich, die wollen nur Geld verdienen. Steffen, dir geht's auch nur ums Geld verdienen. Kann ich auch jetzt sagen. Also, nein, ich glaube, es geht Leuten nicht nur ums Geld verdienen. Wenn es nur ums Geld verdienen gehen würde, Steffen. Was für Saft? Einfach Orangensaft. Turn up. Wenn es nur ums Geld verdienen gehen würde, würde ich nicht so ein Video machen. Digga, so ein Video kann den keiner richtig ficken. Sondern würde ich einfach TikTok-Reactions machen, dann würde ich einfach, halt andere Sachen machen, die halt mies Money bringen, die nicht so kontrovers sind, weil dann kriege ich viel bessere Werbedeals. Wenn ich halt weniger Kontroverse auf meinem Kanal habe, kriege ich bessere Deals, dann mache ich mehr Geld. Aber das war mir vom Herzen aus wichtig. Und ich glaube, vielen Therapeuten und Therapeutinnen ist auch vom Herzen wichtig, ihre fucking Patienten zu halten. So, kurzer Rant, jetzt wieder auf Comedy Factor Chat. Oh Mann, Alter. Lieber Tim, ne? Dein Therapeut, der geschissen unglücklich ist, ne? Genauso das scheiß Kompromissleben führt. Null im Einklang mit deinem Herz. Der hat dir dann geholfen, ne? Dein Therapeut. Therapeutin? Hat mir geholfen, tatsächlich ja. Hat offensichtlich total deine Schatten aufgedeckt. Meine Therapeutin hat mir mies geholfen schon im Leben, Bruder. Was will er eigentlich von mir? Du bist das Ergebnis deines Therapeuten. Glücklich! Ich habe ihm sogar im Video gesagt, dass ich happy bin im Leben gerade. Ich war noch nie so ausgeglichen und so happy wie aktuell im Leben. Es läuft alles prima gerade. Es ist alles eine 10 out of 10. Ich freue mich mies auf die Zukunft. Nämlich, dass du... Könnte man sagen, ne? Ja, also aber wer so handelt. Ja, also so ein Verhalten ist echt arschgefleisch. Also das Verhalten, genau. Ja, yeah, also komplett daneben. Ich will das nie zu dir sagen. Du bezichtigst mich ja sogar als Vergewaltiger und alles. Das habe ich nie gesagt. Als widerwärtigsten Menschen auf YouTube. Das schon, ja. Geil! Ich habe nur gesagt, dass sie teils Vergewaltigung vorgeworfen wird. So scheiße sein. So ein Titel. Oh, Tim. Oh, Menno. Wie heißt sie eigentlich nochmal, Chat? Warte mal, sorry, über den Kanal. Natalie.
Hey Tim, ich bin dein bester Kumpel. Ja. Okay? Nie war jemand so offen, wohlwollend, auf dich zukommend, dass ich rechnerisch ohne unsere eigene Zeit oder wenn wir unsere eigene Zeit rechnen, ne, so 2 Tagessätze, was verdienst du pro Tag? Ja? Okay, nehmen wir mal deine Tagessätze. Okay? Okay. Na dann hat uns der Spaß 5.000, 6.000 Euro gekostet. Ich dachte 2 Tagessätze. Dann sind wir nicht bei 5.000, 6.000 Euro, Bruder. 4.000. Ich weiß nicht, wie viel du umsetzt. Dann sind wir nicht bei 4.000 Euro, Bruder. Dann sind wir ein bisschen bei mehr. Aber du wickst schon mal richtig Kohle, ne? Und du interessierst dich einen Scheiß für deine Leute im Chat. Hey! Chat, ich mag euch. For real. Ihr seid cool. Der beleidigt euch. Was soll das denn? Mann. Dieser Emote, das ist der perfekte Emote, Digga. Hier, wie heißt er? D-Doppelpunkt, Digga. D-Doppelpunkt ist perfekt, Digga, gerade so. Hey. Ich mag meine Leute im Chat. Die sind cool. Wir mögen dich auch. Hauptsache, dein Konto stimmt. Na, dann würde ich nicht so ein Video machen, weil das ist kontrovers und bringt weniger Werbedeals. Lieber Tim. Es ist krank, ich habe noch nicht eine Aussage. Ich dachte, Chat, ich dachte for real, boah, fuck, vielleicht ist so ein, zwei Aussagen drin, wo er sagen könnte, Digga, hier hast du mies zusammengeschnitten, was auch immer, hier hast du das und das manipuliert, bababa. Ich dachte, bestimmt so ein, zwei Aussagen könnte er so mir vorwerfen, wo er sagen würde, okay, Steffen, da gebe ich dir recht. Aber bis jetzt noch, es ist ja nur Bullshit bis jetzt. Im Grunde bist du eine Medien, könnte man meinen. Man könnte den Eindruck bekommen, dass du eine Medienprostituierte bist, die für deine Agentur alles macht. Jawohl, Digga. Und Neuchler bin ich auch. Aber man muss sagen, er hat einen miesen Trip mit den Ketten auf jeden Fall. Bin ich neidisch drauf. Ja. Wie war das mit deinen Videos? Es gab ja doch einige Videos, dass die öffentlich nicht mehr auffindbar sind. Ja, keine Ahnung, ob du das vielleicht noch aufklärst, aber werte Zuschauer, sind die nicht mehr da. Die fünf nur noch, oder wenn man den Link hat. Die 5 oder 6 Videos, die Tim über uns oder vielmehr über die Mädchen gemacht hat. Ja, natürlich sind die nicht mehr online. Ich wollte euch ja keine positive Reichweite schenken. Hä, habe ich doch 1000 Mal ein Video gesagt. Der hat sich ja nur 5 Videos hat er sich für die Mädchen interessiert. Okay, hat auch vielleicht heimlich sich ein von der Palme gewählt. Oh Mann, Alter, Mann. Bruder, nein, nein. Ich will die Mädels in disrespekten, aber nein. Boah. Okay, Steffen, jetzt kommt ein wieder Flex. Ich habe mir, glaube ich, seit 3 Wochen keinen mehr von der Palme gewedelt. Um dich zu zitieren, weil ich es nicht nötig habe. Und erst recht nicht auf diese Mädels, die 100 Jahre... Okay, sorry, Leute. Sind tolle Frauen. Naja, toll. Aber nein. Um mich dann anzugreifen? Und diese Videos sind nicht mehr sichtbar. Ja, weil ich keine positive Reichweite geben will. Weil ich das lustig fand, was sie da für eine Scheiße gelabert haben. Also man findet sie nicht mehr an seinem Profil. Aber Thea aber was ist jetzt? Hat sie in ihrer Playlist Videos über uns und dort findet man sie noch. Ich kann sie auch auf privat stellen, sind sie eben ganz weg. Ja, sie sind nur über die Links zu finden, wahrscheinlich dann auf entsprechenden Hater-Plattform-Seiten, wo es dann verlinkt ist, dass dann Menschen, die da beim Shitstorm mitmachen, auch was zu sehen kriegen, ne? Was hat denn er jetzt für eine Verschwörungstheorie hier? Auf was? Wahrscheinlich dann auf entsprechenden Hater-Plattform-Seiten, wo es dann verlinkt ist, dass dann Menschen, die da beim Shitstorm mitmachen, auch was zu sehen kriegen, ne? Was? Hä? Was? Auf Hater-Plattform-Seiten. Okay. Man kennt sie, die Hater-Plattform-Seiten. Lieber Tim. Digga. Oh Mann, Alter, YouTube ist gerade so ein Joke, ey. Das ist so lustig. Der sich heimlich in Thea verliebt hat, in die Fick-Freundin. Ja, ich glaube auch, Digga. Ich glaube. Ja, 1612, Chat, kann ich nicht so einen Marker hier setzen? 1612, die Stelle brauche ich nochmal. Ich wollte mir extra die Notizen machen, weil ich dachte, er geht auf irgendwas Inhaltliches ein. Aber ist er aber nicht.
und einfach schlecht recherchiert und nicht auf dem Schirm hat, dass Franziska zum Ostersex kommen wollte. Was machen wir jetzt? Ich könnte dann auch mal die Nachricht vorspielen, die ich Franziska geschickt habe. Ja, klar. Wir haben ja eh schon ein langes Programm. Jetzt ist es sehr krass, dass er einer wäre. Allein, dass er sein Buch Der Sexualtherapeut genannt hat. Und man ja auch eben mentale, emotionale Hilfe durch ihn, durch seine Therapie erhofft. Dazu haben wir gerade schon einen Vorwurf an ihn bekommen. Und was es sonst noch für Vorwürfe gibt, seht ihr jetzt. Bruder, wir sind jetzt erst bei den Vorwürfen. Im nächsten Kapitel. Bei 17.04 hat dich bedroht. Könntest du den Mod senden, wann die Bedrohung kam? Dann speichere ich mir das. Weil ich will halt noch so ein, zwei Reactions so von ihm einblenden. Für die Wochenshow. Das wäre cool. Dankeschön. Danke, Stoffi. Es gibt schon seit langer Zeit Vorwürfe gegen Steffen Auswald und seinen Maschen. Selbst in seinem Buch, was halt eben vor Jahren rauskam, spricht er davon, dass ihm halt Vergewaltigung vorgeworfen wurde von, laut ihm, Fake-Opfern. Nur diese Vorwürfe waren halt eben nicht öffentlich, geschweige denn im Internet. Bis vor kurzem, weil halt eben Svenja und Anne den Mut gebracht haben, selbst bei... Tim, hast du auch weitergelesen? Hä? Wer weiß, ob der das überhaupt gelesen hat. Okay, was kommt jetzt? Das schriftliche Eingeständnis der Dame? Tim? Kommt jetzt wieder mit, dass irgendwer irgendwem... Pass auf, die Story kenne ich. Die Story kenne ich tatsächlich, Chat. Er wird gleich erzählen, dass eine Frau, die ihm was vorgeworfen hat, irgendeinem Dude angeblich gesagt haben sollte, hey, ich habe mir das ausgedacht. Und dieser Dude hat es an Steffen gesendet. So nach dem Motto, irgendein Dude hat es gesagt, sie hat es ausgedacht. Und dieser Dude hat es Steffen gesendet, ey, sie hat mir gerade gesagt, sie hat sich ausgedacht. Und das ist für ihn ein Beweis. Kommt der jetzt damit, ist die Frage. Kommt der jetzt damit? Und der Mann, der dann später kam und sich entschuldigt hat? Ah, das, was er gerade eingeblendet hat, ist aus dem Buch. Und das ist die Frau, die später dann das Eingeständnis macht, dass das nicht wahr ist. Hey, Tim! Mhm. Du machst deine Arbeit nicht ordentlich. Der Sexualtherapeut, meine Reise vom Saulus zum Paulus, ist die Empfehlung unseres Lektors gewesen, der es Probe gelesen hat, nicht lektoriert. Angekommen! Okay. Ich frage mich nur, wie gut er war, weil im Buch sind mies viele Rechtschreibfehler drin. Ich bin auch nicht gut in Rechtschreiben, ist ja auch okay. Aber wenn jemand das Buch Probe liest, sollte er doch auf Rechtschreibfehler und auf Grammatik achten. So, zum Beispiel das Wort das. Von dem, also, nicht das Wort das, was man mit welches und jedes ersetzen kann, sondern das Wort das, so, ich habe gehört, das, Punkt, Punkt, Punkt. Ist sehr oft nur mit einem S geschrieben. Wollte ich nur kurz anmerken. Vielleicht nicht immer, aber sehr oft auf jeden Fall. Und ich frage mich so, wenn jemand das Probe gelesen hat, also, ist Ihnen das nicht aufgefallen? Du quatschst! Ein Stuss am laufenden Band! Hast dich null mit der Materie auseinandergesetzt. Tja, meine Masche ist, keine Macht den Opfern. Hier gibt's keine Therapie. Wir verkaufen auch nichts. Drum kostet das Scheißbuch 89 Euro, damit du sagst, ist mir zu teuer. Genau. Mhm. Bruder, wer kauft das? Dieses Grinsen macht mich wirklich kirre. Einer so kranken Persönlichkeit, ihre Erfahrungen öffentlich zu teilen. Aber kommen wir nochmal zu dem Thema zurück, dass laut Anja Steffen scheinbar Frauen zu Drogen drängt, die sie gar nicht nehmen wollen. Sodass diese Frauen halt eben nicht mehr raffen, was da überhaupt bei ihnen abgeht. Drogen in Kombination mit Sexualität, was stirbt? Der Anteil, der ganz genau spüren kann, was gerade abgeht. Der Anteil, der mit dem Körper verbunden ist, mit deinem Herzen, mit dem, was weibliche Intuition ist. Vor allem, weil Anja eben auch berichtet, dass... Wie sie so sagt, nein, wenn man zu viel Drogen genommen hat, dann spürt man alles. Das hat eh nicht nur ein, zwei Drogen genommen wurden, sondern eine Menge mehr. Die Substanzen, die konsumiert wurden. Marihuana, LSD, Alkohol, LSD habe ich selber mitgebracht. Guck, jetzt kommt er wieder damit. Ja, Digga, sie kann auch Sachen selber mitbringen, aber der Punkt ist immer noch, dass das noch nicht rallt. Sie wollte Sachen nicht, hat Nein gesagt und du hast sie dazu gedrängt. Das ist nicht okay. An mir. Lieber Tim. D.
die Zerstörung von Steffen Ostwald. Geht eigentlich darauf ein, dass ich einen Namen falsch geschrieben habe und es einfach bis heute nicht korrigiert habe? Vorher schon angefangen zu trinken. Speedies wollte ich nicht. Dann kam die Überzeugung und das Überreden und ich habe letztlich Ja dazu gesagt. Er hat Speed dann mit hoch ins Schlafzimmer. Jetzt sagt er nichts dazu. Im Talk hat er gesagt, die labert einfach nur Scheiße. Genommen hat es mir immer wieder angeboten. Ich habe immer wieder Nein gesagt. Dann kam immer wieder der Drill Sergeant raus. Dazu erinnert euch noch an das Viagra-Thema am Anfang. Und Viagra, genau. Und habe ich dann so gesagt, wie, also ich dachte empathische Erektion und so. Und er so, ja, das ist ja sein Körper und es hätte ja auch damit gar nichts zu tun. Wie war das nochmal hier vor 10 Minuten im Video? Viagra an sich funktioniert bei Steffen nicht. Ah ja, ich glaube auch. Und? Was kommt jetzt? Was haben 90% der Frauen, für was haben die sich, wie läuft das mit dem Thema Substanzen, wie läuft das hier? Die Frauen bringen in der Regel was mit und entscheiden dann, dass was genommen wird. Wie läuft das mit, wie heißt das Spiel, Steffen befiehlt oder die Herrin befiehlt? Die Herrin befiehlt. Ah, die Herrin befiehlt. Naja, da widerspricht sie ja mit den Aussagen von Anja. Ah, die Herrin befiehlt. Heißt das Spiel. Also hier gilt, du bist die Chefin. Und deine Kreation. Naja, das ist jetzt also Aussage gegen Aussage. Sie sagt was anderes. Das ist die erste Aussage, die man so stehen lassen kann sogar. Als, okay, das ist ein Punkt. Er darf sagen, das ist nicht so. Er darf sagen, sie haben gelogen. Das ist der erste Punkt. Lieber Tim, doch einfach noch ein bisschen was lernen, hä? Bevor wir bei den großen Hunden mitpissen kann. Dein Gangsterfreund, ne? Drill Sergeant. Was ist besser? Es ist so viel abgefuckter Stuff einfach. Da. Kannst du mal einen Link zu melden, genau. Warte, Chat. Wir können mal gleich gucken, wie viel Dislikes das Video hat und das auch da ist. Hier, falls ihr melden wollt oder was auch immer, weil es sind so viel Beleidigung im Video drin. Als Titel: Sexguru und Drill Sergeant? Oder Milchbrötchen und die Softshell Boys? Und Propagandaführer. Also. Wer ist das Propagandaführer? Ich oder er? Geiler ist auf jeden Fall Sexguru und Drill Sergeant, ja. Tja. Herz Drill Sergeant halt, ne? Tim. Einfach mal neben die Schüssel gekackt, ne? Aber es kam eigentlich gut an, das Video, Bruder. Also, ich hab mich zufrieden. Dein Karma. Mein Karma? Digga, du hast mich am Anfang bedroht und sagst, ich schick dir gleich die Wind vorbei. Auf diesen Verbogen setzen kommt nun, dass Svenja und Anja davon berichten, dass sie laut eigenen Aussagen von Steffen manipuliert und es braucht. Weißt du, wie Svenja kommt? Weil ich eben selber. Meins, ja, weil es weitergeführt wird, ja. Mit ihm nämlich emotionalen Missbrauch und emotionale Manipulation. Erfahren habe mit ihm. Und es war für mich auch nicht so einfach damals, das zu durchschauen erstmal und dann auch daraus zu kommen. Ich würde euch gerne von der Erfahrung mit dem Sexualtherapeuten erzählen, die mich nachhaltig durchgeschüttelt hat. Ja, eine Erfahrung, die, glaube ich, nicht jede machen muss. Dass ich das jetzt überhaupt so klar als Missbrauch benenne, das ist Teil des Aufarbeitungsprozesses, der überhaupt schon in einem Trauma-Bonding wahrscheinlich drin. Das ist für mich gar nicht so klar benennen. Digga, auch das halt, Digga, Frauen sagen, Digga, mir geht's scheiße, ich war im Trauma-Warning drin und so und die so, Trauma-Warning. Allein die es drüber lustig machen, das ist Bruder, so ein widerlicher Mensch. Ich habe auch mit Pontus den Opfern von Steffen Kopf. Du hast vor mir auch nochmal berichtet, dass es scheinbar auch noch eine Menge weitere Frauen gibt, die aber halt eben absolut nicht mit in die Öffentlichkeit gezogen werden wollen. Dies bestätigt auch nochmal Anja in ihrem Video. Vielleicht können sich einige von euch vorstellen, dass das ein krasser Schritt ist, an die Öffentlichkeit zu gehen mit etwas, was so edgy ist, wie dieses Thema, nachdem ich weiß nicht, wie viele Frauen das nicht getan haben. Vielleicht könnt ihr durch den Ansturm, der gerade passiert, nachvollziehen, warum das viele Frauen nicht tun. Und dann gibt es auch noch Frauen, von denen man vielleicht absolut nichts mitbekommen hat. Die sind halt Scham und niemand. Das, was man da nicht sieht, ist, steht die eigene Meinung drin. So nach dem Motto, das ist eine Mutmaßung, das kann ich nicht beweisen. Haben, aber halt dennoch Erfahrungen mit Steffen gemacht haben könnten, die sie lieber nicht gemacht hätten. Weil darüber redet Svenja in ihrem Video auch, dass es halt für sie eine riesige Scham war, mit Leuten über diese ganze Thematik zu reden. Da hatte ich einfach niemanden in meinem Umfeld, der das irgendwie nachvollziehen konnte oder dem ich mich öffnen wollte. Da war auch eine riesige Scham da und es war auch eine riesige Angst,
davor da, dann irgendwie öffentlich darüber zu reden. Und wenn selbst Svenja, die ja mittlerweile öffentlich über das ganze Thema redet, sich am Anfang aus Scham nicht getraut hat, mit nur irgendwem darüber zu reden, wie viele Frauen gibt es dann, die vielleicht bis heute mit niemandem darüber geredet haben und einfach nur schweigen? Dazu berichtet Anja auch von einer Angst, als sie bei Steffen zu Hause war. Ich habe 3 Freunden geschrieben. Ich habe ihnen ganz leicht eine Nachricht aufgesprochen. Ich hatte total Angst, dass es mitbekommen wird, dass die mich hören und geil, dass die, was weiß ich, was mit mir machen. Haben sie, obwohl sie scheinbar eine Digga, ich finde es gar nicht so abwegig. Er hat mir gerade auch schon gesagt, dass er irgendwen zu mir nach Hause schickt und ich dann mein Karma spüre. Das hat eine ganz klare Bedrohung. Diese Videos sind geteilt. Naja, habt ihr nicht mit Anja hier noch dann chillig auf dem Sofa einen Film geguckt und noch gegessen? Der hat Abendessen gekocht. Und zwischendrin hat Anja völlig in ihrem Film alleine da drüben im Zimmer irgendwelchen Freunden leid. Auch wieder in ihrem Film, auch gerne Ausdruck, den sie öfter schon mal benutzt haben. Ihr braucht mir keine Ahnung. Ich weiß nur, dass mein Opfer Anja für meine beschissene Therapie freiwillig Hast du vorhin schon erzählt. 1111 Euro gezahlt hat. Und ist nicht sogar noch ein Herzchen auf dem Kontoauszug? Ja, ich glaube auch. Ey, Leute, ich hol mal den Kontoauszug von meinem Opfer Anja. Da hat mein Anwalt auch gelacht. Sie haben gerade selber gesagt, dass sie es erst mal am Anfang wirklich gerallt haben, was da bei denen abging. Und er sagt so, die haben mir doch direkt Geld überwiesen. Du kannst alles argumentativ auseinandernehmen. Und ich bin schon nicht gut im Argumentieren. Ich bin wirklich nicht gut im Argumentieren. Und selbst ich schaffe es. Gründe aus dem ehrlichen Grund, warum ich dieses Video aufnehme. Nee, und zwar, dieser Shit muss aufhören. Dieser Scheiß passiert einfach immer mal. Das ist immer noch passiert. Ich habe ganz schön Kräfte sammeln gebraucht von meiner die Seite. Die Musik auch. Wenn ich überhaupt irgendwie in die Öffentlichkeit gehe. Wow. Weil da natürlich... Erzähl doch mal, wie das war, als Rainer hier die Tür reinkam. Welches Mal das, wo er auf den Boden gegangen ist vorm Tempel? Nee, wo er die Geschichte von Anja erzählt. Ah, ja. Also. Der Rainer kennt die Anja. Warte, wer der Chat? Okay. Ich war hier gewesen, ne? Hier daheim beim Sextherapeut. Und dann ist doch wirklich ein Mann aus Berlin gekommen. Und wir waren hier zu fünft. Und die Nathalie war auch dabei. Und jetzt erzählt sie, was uns dieser Mann erzählt hat. Weil wenn ich das erzähle, sagt ihr, der Steffen lügt. Okay, warte, kommt jetzt die Story, dass der Rainer, der gesagt hat, ey, Anja hat mir gesagt, dass sie das ja ausgedacht hat. Also irgendein Dude hat den beiden gesagt, dass Anja sich ausgedacht hat. Ist das jetzt deren Beweis? Passt auf. Ist es der Beweis? Genau. Und dann erzählt das jetzt halt die Nathalie, dann ist die Nathalie die Lügnerin. Ja. Gute Unterhaltung. Nee, du lass doch an, ja, genau. Nee, erzähl doch ich was. Ich erzähl doch. Ja. Der Rainer war hier. Ja. Und der Rainer kennt Anja. Ja. Die kannten sich schon vorher, bevor die überhaupt beide hier waren. Der Rainer hat mich sogar vor der Anja gewarnt. Achtung! Irgendwann musst du deinen Fehler eingestehen. Du wurdest benutzt, lernt daraus. Nee, Digga, klar, die Reactions am Anfang waren falsch. Aber, dass ich die gemacht habe. Aber jetzt gerade... Alles wunderbar, Digga. Es ist auf Aufklärung und mir haben so viele Frauen schon gedankt dafür, dass es, was ich mache. Ich habe so viele, unfassbar viele DMs bekommen mit Frauen, die sich einfach nur bedankt haben. Ja. Und dann haben die sich getroffen, nachdem Anja, keine Ahnung, ein paar Monate, nachdem sie hier war, haben die sich bei einer Tanzveranstaltung in Berlin getroffen und haben rumgeschäkert, na, wollen wir nicht einfach wieder zusammen hingehen? Und da hat die Anja ihm erzählt, ja. Nee, in der Küche war das, bei ihr zu Hause. Ach so, doch nicht bei der Tanzveranstaltung, doch bei der Küche. Ich meine, es war auf der Party. Auf jeden Fall hat sie ihm, egal wo das war, hat sie ihm auf jeden Fall erzählt, dass das, was sie in diesem Video sagt, nicht ihre persönliche Wahrheit ist und dass sie halt schon auch mit dem Gedanken spielt, wiederzukommen. Also so viel mal zu der Glaubwürdigkeit dieses Videos. Zu den 4 Videos erstmal. Guck mal, das ist so ein geil, das ist deren Argumentationsweise. Irgendein Dude hat sich mit ihr getroffen und angeblich hat Anja ihm gesagt, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Und der Dude hat es denen gesagt. Das ist der Beweis. Digga, ich kann auch sagen, ja Digga, der heißt Udo, Digga, hat mir gesagt, der Steffen, der hat nur ein Ei. Sein rechtes Ei ist ab. Das ist mein Beweis. Hans Udo hat mir gesagt, der hat mal irgendwann mit Steffen geredet. Das ist der Beweis dafür, weil Hans Udo hat es mir gesagt. Beweis, Digga. Shit, Mann. Steffen, tut mir leid, dass du nur ein Ei hast. Ist ja ein krasser Beweis, der hier geliefert wurde.
Und so, Anjes Inszenierung hier generell. Wer der Chat wurde komplett ausgenommen hier. Das Fräulein Anje hat eine Anzeige. Das Fräulein Svenja hat eine Anzeige von uns. Sogar doppelt Anzeigen. Von Thea ja auch, ne? Und der Herr Kommissar sagt, Herr Ostwald, es liegen keine Anzeigen gegen Sie vor. Alle beschissenen Fake-Opfer sollen ihre Fresse halten. Und Tim, geh doch Milchbrötchen essen. Nee, ich überleg vegan zu werden, Digga. Verträgt sich nicht so gut. Irgendwo, also... Dass wir extra am Start sind. Wenn ich doch irgendwie auch angerufen werde, das ist mir fucking egal, weil ich habe einfach keinen Bock mehr, dass irgendwie so scheiß Missbrauchsdynamiken und Verhältnisse. Oh Mann, Alter. Mit allem, was wir eigentlich schon darüber wissen. Mit all dem, was irgendwie schon ans Licht gekommen ist. Und all dem, was der Öffentlichkeit darüber schon gesagt hat, das ist immer noch nicht genug. Geht doch vegane Milchbrötchen. Scheiße. Jetzt muss ich Milchbrötchen essen. Aber Milchbrötchen ist auch eigentlich geil, weil ich weiß gar nicht, was er hat. Svenja und Anja wollen beide so vielen Frauen, wie es ihnen geht, diese Erfahrung ersparen. Und das geht halt eben. Geil. Und dann macht doch der Andi Kaiser TV ein. Ja. Video! Und Svenja würde ihn am liebsten verklagen. Ja. So, so viel dazu, dass die wollen, dass das möglichst vielen Menschen erspart wird. Okay. Oh, jetzt kommt er mit irgendwelchen Kaiser TV Sachen. Lieber Tim. Kann man das sehen? Nee. Nein. Svenja B. Oh, blend doch einen Screenshot ein. Okay. Juristisch, das hatte ich ja schon. Bla. Lieber Tim, steh doch einfach früher auf. Hey, Digga, ich stehe um 8 Uhr auf. Das ist voll früh. Das reicht. Vor allem, was öffentlich machen, des Problems. Je mehr Menschen gewarnt werden, desto besser. Deswegen, Achtung! Weil ich auch Steffen absolut keine positive Reichweite schenken wollte, gibt es ja auch in dieses Video hier. Anja hat ja auch gerade darüber berichtet, dass sie teils Angst hatte. Wahrscheinlich auch vor Steffen. Dass diese Angst keine berechtigt war, seht ihr gleich im nächsten abgefucktesten Kapitel dieses Videos. Oh, wow. Schon mal ich bin mal gespannt, was er zu seinem Bedrohung sagt. Triggerwarnung, Achtung! Einer der großen Gründe, warum ich auch dieses Video machen wollte, ist, weil ich halt gesehen habe, wie Steffen mit einem umgeht, nachdem man ihn kritisiert hat. Natürlich hat er alles recht zu sagen, ey, der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs oder der Manipulation, der stimmt halt nicht, weil den könnt ihr nicht beweisen. Nur macht Steffen das nicht. Weil ich hatte ja im Vorfeld auch schon gesagt, dass Steffen mindestens sehr stark narzisstische Züge hat und dementsprechend auch sehr abgepackt mit Kritik umgeht. Und das werde ich jetzt mit Hilfe vom Sozialpsychologen Professor Erwin erklären. Nein! Ein Experte! Die man auch bewusst. Okay, was sagen die gleich zum Experten? Dann kann, die charmant sind und so, fangen an manipulativ zu sein. Also sie haben oft ein gutes Gespür dafür, na, wie sie die anderen kriegen können, was ist dem anderen wichtig. Da fangen sie dann an, um diese Beziehung... Disrespekten sie gleich noch den Dude. Und dann auch für ihre eigenen Vorteile auszunutzen. Und der eigene Vorteil ist dann oft auch die Selbstüberhöhung. Das ist sozusagen das Motiv, das dahinter steckt. Und welche Erfahrungen hat Svenja gerade nochmal komplett eigenständig in ihrem Video erklärt? Du hast nicht in meinen Kopf reingegangen, dass jemand so feinfühlig sein kann, so empathisch sein kann und gleichzeitig so fucking tief manipulativ. Nur mal so, aber so als so Fernseh- oder YouTube-Moderator ist es nicht genau das fucking Gleiche, was der da beschrieben hat? Lieber also, Tim! Thema, ich mach mich charmant, weil ich eigentlich irgendwie nur Aufmerksamkeit will und mich selbst zu überhöhen. Ist sogar ein Punkt, muss ich ehrlich zugeben. Ja, aber ich manipuliere nicht, den Punkt hast du vergessen. Wenn man charmant ist, wenn man charmant rüberkommen möchte, weil man eine Show moderiert zum Beispiel, ich rede nicht von mir, ich rede von generell von irgendwelchen, sagen wir mal, irgendwelchen Fernsehmoderatoren, dann will der nicht die Leute manipulieren, sondern er ist charmant, einfach nur, weil er eine gute Show machen möchte. Und nicht, um Leute zu Dingen zu zwingen, die sie nicht möchten. Weil die Leute wollen ja das gucken. Und diese Frauen wollten das scheinbar nicht. Nice These, aber das Manipulieren fehlt da. Lieber Tim, du toller Künstler, alles, was du künstlerisch zustande bringst, ist auf den Rücken von anderen Menschen Videos zu machen, wo du dann Klicks und Kohle generierst und einer, ich bin der tolle Tim, also wenn das wo mache ich denn auf, ich bin der tolle Tim, Digga? Eine narzisstische, weit verbreitete Eigenart ist, du spielst in einem Pool von Narzissten mit. Actually, ja, es gibt bestimmt in der YouTube-Branche und Fernsehbranche viele Narzissten. Safe. Aber guck mal, es gibt solche Narzissten und solche Narzissten. Es gibt Narzissten, die sich einfach geiler, also zum Beispiel durch Arbeit profilieren, durch einfach so, ich sagen, ey, ich fühle mich gut, wenn
Arbeit gut läuft, die sich einfach über solche Statussymbole hochpushen, die sich durch eine hübsche Frau hochpushen, die sich durch viel Geld hochpushen, die sich durch, es muss um sie gehen, aber sie manipulieren Leute nicht. So, es gibt diese Narzissten, die einfach sagen, ey, das und das, ich will ganz oben sein, ich will der Beste sein, blablabla. Das ist ja auch vollkommen fein. Aber, ne, also das Ding ist so, das ist, klar, vielleicht kann man auch an diesem Zügen ein bisschen arbeiten, dass man auch glücklich ist, wenn mal die Zahlen schlecht sind, ne, aber es gibt halt auch eben Narzissten, scheinbar, ne, die halt ein bisschen mehr machen als das, was ich gerade beschrieben habe. Sagen wir mal so. Gut. Und liebe Menschen, ab dem Zeitpunkt, wo strafrechtlich relevant sind, sollte Narzissmus auf jeden Fall spätestens behandelt werden. Der Tim hat recht. Wie kann denn? Meinte Risa auch, bei der Stelle bei der Reaction war ich noch nicht. Ich bin kurz vor der Reaction. Ich habe die Reaction ungefähr, ich glaube bei 50 Minuten oder sowas bin ich jetzt ungefähr. Oder 40, irgendwie sowas. Und die geht irgendwie 1,30, ja. So ein Typ wie ich, überhaupt nicht sage, dass man ein Sextherapeut ist. Das glaubt doch keiner. Kein Sau. Was haben wir denn für eine beschissene Marketingabteilung? Ja, kannst du ja als Fräulein Svenja mal fragen. Bruder, was geht eigentlich mit ihm ab? Aber noch beschissener sind halt Leute, die das Thema hirnlos aufgreifen. Vor allem, wenn es deren Opfer unangenehm ist. Ja, die wollen das nicht. Die wollen das gar nicht, dass du das scheiß Video machst. Warte. Ich guck mal, was ich von Svenja so vorlesen kann. Sie hat mir eine Memo gemacht. Sie hat sich sehr krass bedankt. Svenja hat sich sehr krass bedankt bei mir. Warte. Ich glaube, den Anfang kann ich vorspielen. Ah. Danke. Es hat mir in den Kommentaren von einem Post jemand das Video verlinkt. Und ich habe mir das angeguckt und habe geheult. Zwischendurch, weil ich einfach super berührt war. Was war da? Danke? Die wollen das gar nicht, dass ich es mache? Klingt nicht so, wenn sich jemand bei mir bedankt. Weißt du, wie Svenja kotzt? Ich schick Svenja gleich mal den Link über meinen Fake-Account bei Facebook. Sie sagt danke, Bruder. Weil sie mich ja blockiert hat, damit ich sie mit einem Video manipulieren kann. Tim, du kriegst die goldene Palme. Mach einfach so weiter. Kriegst du goldene Dildo. Ja. Piep. Also, ich glaube, den Punkt können wir abhaben. Der trifft zu. Aber zwar berichtet Professor Erb darüber, dass Narzissten auch sehr gerne über andere herzen. Sie dann auch oft abwerten gegenüber anderen Leuten, sondern negative Bemerkungen. Also, na, ich finde, Leute, Männer, die nicht ficken können, die sollten einfach das Maul halten, ne? Ja, oder auch dieser, ey, pst, das ist alles so, ey. Eine Frau, die meinen Schwanz nicht hat, macht, ist keine Frau, okay? Bro, du hast immer noch fucking Potenzprobleme, Mann. Okay, also ich muss doch dem Bild vom Herrn Professor gerecht werden. Ja, du musst also, doch mal andere herziehen, du Narzisst. Ey, Milchbrötchen im Angebot. Mag jemand Milchbrötchen? Die frische Milchbrötchen. Das ist so funny einfach, Digga, Mann. Wie einfach kein Argument, das ist unfassbar krass, Alter. Jo. Na, und was schreibt Steffen selber in seinem Buch über andere Männer? Ja, was ist das Wesentliche? Dass die meisten Männer nur Schlappschuppen zu sehen. Euch Schatzfottenknechte. Und ich bin einer, der die Fresse aufmacht. Fast alle Männer haben die Ausstrahlung einer benutzten Unterhose. Zitat von einer Frau. Oh, nein, Tim. Zitat von Svenja. War, ja, ja. Hast du rausgeschnitten, ne? Eigentlich nicht, das hast du nicht mehr erwähnt, Digga. Tim, hast du rausgeschnitten? Ja, diese Zuckung bringt mich um. Das ist das Kapitel vom Fräulein. Warte, nicht Svenja. Von Königin Rosalie. Ah. Bruder, woher soll ich denn wissen, wer Königin Rosalie ist, Mann? Genau. Lieber Tim, du reißt die Sachen aus dem Kontext. Lies das beschissene Buch und sei ehrlich. Den Punkt kann ich sogar fühlen, Digga. Wenn er sagt, das hat Svenja selber gesagt. Dann, okay, ich muss es erstmal so glauben, ich kann es gerade nicht überprüfen, weil ich dieses Buch gerade nicht bei mir habe. Den Punkt, der wird sogar zutreffen, den kann er selber führen. Aber trotzdem hat er so viel abwertende Sachen gesagt. Allein der Punkt davor zählt ja schon, Punkt hinaus.
Also, er argumentiert, dass, okay, der zweite Punkt stimmt nicht, aber der erste stimmt ja immer noch. Du musst nicht mich geschnitten das vorlesen lassen. Du kannst das Scheißbuch vom Manipulator öffnen und dann kannst du das vorlesen. Ordentlich in seiner Ganzheit. Und ja. Lies doch selber das Buch vor. Ja, die meisten Männer sind Schlappschwänze und einfach nur hörige Fotzenknechte. Hey, guck mal, Chat. Jetzt bestätigt er sogar in diesem Video noch das, was Professor vorher gesagt hat, obwohl er seinen Punkt eigentlich entkräften wollte. Also, Bruder, ich dachte, ich wäre scheiße im Argumentieren, aber das ist andere Level. Frag doch mal eure Frauen. Ich hab eine Meinung. Es gibt keine wirklichen Männer mehr. Das draußen sind alles, fast alles Waffler. Ah ja? Wenn ich den letzten Satz kind of funny finde, können wir den Punkt auf jeden Fall. Hat der Radiota zugestimmt, Bruder? Mies funny. Auch, mies funny. Jetzt weiß ich nicht, wie doll das Video bis jetzt rübergekommen ist, aber mir ist schon während des Drehs aufgefallen, Steffen, dass seine Aussagen immer sehr ich-bezogen waren. Also er wollte immer sehr viel über sich selber reden. Und das beschreibt auch Professor Erb in seiner. Lieber Tim. Lieber Tim. Du hast die Thea missachtet. Alle Fragen hast du an mich gerichtet. Du bist der Gesprächsführer vom Interview, nicht? Das stimmt überhaupt nicht. Hä? Ich hab an euch die Sachen gefragt und du hast halt immer geantwortet. Hä? Das stimmt halt nicht mal. Ich habe auch teilweise nur mit Thea geredet, aber die Sachen waren halt nicht so spannend, die waren nicht für das Video relevant. Alle Fragen gingen an mich, bis ich dann mal drauf hingewiesen hab. Hey, Junge. Hey, alter Mann. Kann ich auch. Es geht nicht um mich. Warum hast du das auf ich gesagt? Es geht um deine persönliche Wahrheit. Und dass du dich mit dem Schwachsinn selbst zerstörst, ist eh klar. Okay. Okay. Weiter? Lieber Tim. Ist ja fast schade, ist aber unprofessionell, dass wir die Show nicht mitgefilmt haben. Ja. Aber das hätte aber ist auch vorher. Okay. Ist doch gut. Tim ist ja in Thea verliebt. Tim ist ja in Thea verliebt. Tim hat ja den Amazonen-Porno. Ja. Digga, der war so widerlich, Alter. Ich habe nur ein Frame gesehen. Ich dachte mir so, bah. Und ich bin in Thea verliebt, Bruder. Das habe ich in der zweiten Klasse gemacht. Oh Mann, Alter. Vom Narzissten. Und da siehst du, wie ich die Frauen benutze. Ja, und was für Opfer. Ja. Erklärung über Narzissten. Sie sind in ihrem Ausdruck extrem ich-bezogen. Ne? Die reden also von ich und mir und mein. Allein an den Pronomina kann man das dann so ein bisschen ablesen. Und naja, das ist jetzt halt irgendwie ein bisschen schwierig, 100% transparent zu beweisen. Guck mal, ich sag sogar, dass es schwierig ist, 100% zu beweisen. Weil man kann halt Sachen aus dem Kontext schneiden. Damit ich weiß sogar, ich hab's sogar im Video gesagt. Aber ich sag mal so, Steffen hatte wirklich sehr, 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 sehr viele ich-bezogene Aussagen im Interview gedroppt. Darin bin ich einfach nur ehrlich. Und ich als hochsensibler Empath, nehme ich meine dienende Position ein. Und dann sage ich, wenn ich diene, haue ich dir. Jetzt gleich kommt ein gutes Zitat. Ich bin am Arbeiten. Ich bin das Sex. Also ich bin am Arbeiten. Das ist eine beste Stelle. Ich mache so eine Scheiße nicht. Ich bin der Mann, sag mal, der Einzige in Deutschland. Ich bin der Einzige in Deutschland. Der sexuelle Empfehlungen von Frauen bekommt. Aber kommen wir zum Krass. Der Einzige. Es gibt nicht eine andere Frau auf der Welt, die gesagt hat, ja, der war gut, der war nice. Nicht einer. Das ist ein Punkt, und zwar den Umgang mit Kritik. Weil dort passiert bei Narzissten was Besonderes, aber das erkläre ich jetzt mal Professor. Ja. Wir merken auch, sie sind nicht kritikfähig, wenn man sagt, guck mal, letzte so, boah, dann sind die sofort irgendwie aus dem Häuschen, reagieren extrem, wenn sie Kritik bekommen. Der Mann wird das gar nicht einsehen, dass man irgendwie was Böses macht. Der narzisstische Mann wird das nicht einsehen, dass er eigentlich was Böses macht und am Ende auch keine Reue zeigt, selbst wenn er handgreiflich geworden ist. Und das, was gleich als Beweis folgt, ist auch einer der Hauptgründe, warum ich dieses Videochen drehen musste. Ich habe ja ihm und seiner Bande positive Reichweite geschenkt. Aber ich konnte diese Reichweite halt wirklich nicht stehen lassen, nachdem ich die folgenden Clips gesehen habe. Die folgenden Ausschnitte. Ich bin gespannt, was er jetzt zu den folgenden Sachen sagt. Ich glaube, er wird sowas sagen wie, ja, das ist halt auch so, hä, das ist halt eine XY. Thea und Steffen sind quasi Antworten auf die Kritikvideos und weitere Frauen, denen potenziell Ähnliches widerfahren ist wie Svenja und andere. Hm?
die ja, wie ihr gesehen habt, immer noch sehr stark mit der ganzen Situation zu kämpfen haben. Ja. Und Triggerwarnung, das ist unfassbar widerlich, aber ich muss es jetzt hier leider zeigen, sonst versteht ihr die Widerwärtigkeit dieser beiden Personen nicht. Es fängt an mit Beleidigung von potenziellen Opfern von Steffen Ostwald. Vor allem der die Kleine. Und übrigens, Steffen, Bruder, mach die Musik in deinen Videos leiser. Das ist immer so laut, Alter. Die kleine Dön, die da jetzt wieder so aufmuckeln, ne? Der kleine Das ist so unfassbar, Alter. Halt deine verpinkte Fakte, Alter. Was für Drugs sind die? Das ist ja, das ist doch nicht nur Weed. Das ist doch nicht nur Weed. Längsfrauen sagen, hey, dieser Dude ist ein Sexualstraftäter und das ist seine Reaktion und das sind wir noch bei weitem gerne bleiben. Hier sind ein paar Links in Welt. Sag nicht mal was dazu. Bruder, das ist so widerwärtig. Wo Steffen und Thea einfach abartigst über weitere Frauen herziehen. Aber es geht ja sogar noch weiter. Steffen und Thea probieren diese Frauen auch noch widerwärtig zu diskreditieren. Aber sehen selbst. Bist du ja noch dein Männerhass und so Sachen. Ha? Kleine Mädel, komm mal klar auf deine Schizophrenie. Alte. Ja, was ist denn das? Digga, Nathalie, deswegen dachte ich mir auch so. Was ist denn das? Eine schizophrene Suppe bei euch. Das ist doch euer Problem. Tigerin, die jetzt die aufreißen. Was ist bei denen das Problem gewesen? Das Problem ist gewesen, dass sie Nein zu ihrem Sex gesagt haben. Also die... Boah, das kannst du dir nicht reinziehen. Die ganzen Klägerinnen, die Gemeinsamkeit aller Klägerinnen und Kläger ist unterdrückter Sex. Die sind alle so ungefickt. Ey, wie widerlich willst du sein? Oh, wie widerlich. Laut dem Zivilreporten Lukas Rick, sei es übrigens bei Narzissten gegen nichts Ding, sich Lügen über die auszudenken, die Kritik äußern. Zudem zeigen Betroffene eine auffällige Empfindlichkeit gegenüber negativer Kritik. Häufig wird deshalb, gerade im familiären Bereich, ein Netz aus Intrigen gesponnen, um sich ins rechte Licht zu bringen. Hierbei werden als bedrohlich wahrgenommene Menschen durch teils erfundene oder übertriebene Geschichten herabgestuft. Aber selbst dabei bleibt es nicht. Diese Frauen, die den Mut gepackt haben und öffentlich Steffen kritisieren, werden nicht nur beleidigt und diskreditiert. Nein, Steffen bedroht sie sogar noch in den Videos. Was er übrigens auch mit mir gemacht hat, werdet ihr auch noch gleich sehen. Das ist so krank, Alter, das ist so krank. Aber sorry, aber da muss doch wirklich mal ein Therapeut dran, oder nicht? Jetzt soll es nicht disputierlich sein, aber also, Du kannst doch nicht auf sowas so reagieren. Da muss doch wirklich mal jemand irgendwie mit den Quatschen sagen, Bro, Steffen, das ist nicht okay. Und das machen wir hier, okay, dieses Jahr. Drehen wir den Spieß um, ihr kleine Hund, bitte lösche. Als wenn ich nicht mal auf Suche komme, den bist du müde, wo Eva V. Lügen kann auch tödlich sein. Oh ja, voll die Drohung. Tim. Oh ja, voll die Drohung. Lügen können auch... Fuck, ey. Geil, wie du schneidest, ne? Dass wir mal nicht bei dir vorbeikommen in Buxtehude, wo Eka-Sau wohnt. Was hat er wieder gegen Monte? Dies ist keine Drohung. Das ist Comedy par excellence. Ah ja. So wäre es im Video weitergegangen. Lieber Tim. Das ist keine Drohung. Deine Recherche ist einfach nur beschissen. Das haben die Journalisten, unsere Journalistinnen, die mir Lob gegeben haben, aber anders gesagt. Aber geile Promotion für mich. Ich glaube nicht, Digga. Ich glaube, du wirst nach dem Video halt angezeigt werden. Für mich. Weil ich bin der Sex-Guru und der Drill-Sergeant. Und du? Milchbrötchen und die Softshell-Boys. Wer sind denn die Softshell-Boys, Chat? Wer sind denn die Softshell-Boys? Und jetzt, ey Leute. Warte, welche Stelle war es? 1,32 oder so, wie weitere Drohungen. Auch Stoffi kann das mal bitte aufschreiben. Dankeschön. Will ich für meine Wochen schon benutzen. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch gehen sollte. Es sind noch 10 Minuten. Also es kann noch lang dauern. Ey, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich jetzt sagen soll. Es ist einfach nur noch gestört. Auf jeden Fall habe ich die beiden mit der Kritik konfrontiert, weil ich halt wissen wollte, ob es nicht vielleicht doch irgendwie was gibt, was ich übersehen habe, dass... Boah, Chat, hier muss schon wieder pinkeln, Mann, Alter. Boah, wir machen weiter. So viele Frauen, was gegen die beiden haben? Oder dass halt irgendeine... So viele? Wer denn? Ja. Lieber Tim, faktisch, gibt es mehr
positive Berichte über mich wie negative. Bro, allein wenn es negative Berichte über einen gibt, ist nicht gut. Hey, ich habe weniger Frauen nicht vergewaltigt als vergewaltigt. Was denn das für ein Flex? Für dieses Buch haben wir 14 Unterschriften von Frauen erhalten, die ihre Briefe freigegeben haben. 14? Bro, du hast mir selber noch gesagt, dass du Sachen im Buch hast, die du nicht veröffentlichen darfst, sogar von Frauen, die es nicht wollten. Positive gegen 2 negative. Ich weiß aber noch von mehr negativen Berichten von Frauen, die es halt noch nicht öffentlich machen wollen. Und ob die Negativen die Wahrheit sagen, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Na, steht ja auf einem anderen Papier, weil, wie du das ja gesagt hast, das sind ja nur Vermutungen. Aber vielleicht haben sich ja auch ganz viele nicht getraut, was sie. Ja, genau. Ja, ja. Und vor allem, es ist halt auch wichtig, dass ihr auf das immer wieder das Lächeln bei der Svenja achtet. Aber leider wurde ich nicht. Bro, baut die sich gerade einen Joint. Übrigens, Demi, danke für die 5 Euro. Ey, kurz, ich bedanke mich gleich nochmal an alle Subs und an Donations, nachdem wir mit dem Video durch sind. So überzeugt. Und übrigens, ich wundere mich, musste Steffen und Thea sehr lange vorgaukeln, dass ich die beiden mag und auf deren Seite bin, damit... Wow. Oh. Oh. Okay. Ja. Oh. Aha. Ich glaube, er wird sauer. Oh, ich glaube, er wird richtig sauer gerade. Sehr lange. Okay. Oh. Ich glaube, er wird sauer. Lieber Tim. Schön dein Charakter. Ich gaukel dir nichts vor. Lieber Tim, Jesus sagte, hört nicht auf die... Bro, wenn er jetzt mit Jesus kommt, nachdem er... Bruder, du hast heute schon ein paar Mal gesündigt. Du hast heute schon ein paar Mal gesündigt. ...die Worte, sondern schaut auf die Handlungen. Ja, die Handlung ist, Frauen werfen dir Missbrauch vor. Was hier praktisch, faktisch im Haus passierte, Handlung und die Worte der Frauen in den Videos, 2 Paar Schuhe. Mhm, stimmen nicht überein. So, kommen wir zu dir. Deine Handlung, jetzt kommt schon zum zweiten Mal. Vorgaukeln. Tim, du bist ein Heuchler. Finally, Chat, wir haben's. Wir haben alle Attribute von mir. Da ist das Heuchlerding. Ja, Mann, ich hab's wieder geschafft. Ich hab's wieder geschafft, Digga. Bingo. Ich hab's alles, Digga. Es ist, Digga, wenn du nichts zu sagen hast, einfach sagen, du bist ein Heuchler. Du, ach, Digga. Ich hab das Bullshit-Bingo im Video geschafft. Ja, Mann, danke, Steffen. Geil. Oh mein Gott. Geil. Du hast uns vorsätzlich finanziellen, materiellen Schaden zugefügt. Ja, wenn du Frauen Schaden zufügst, füge ich dir auch Schaden zu. Soll ich dir eine beschissene Rechnung schreiben? Oder ich frage mal meinen Anwalt, wie mit solchen Sachen umgegangen wird. Das ist Vorsatz, Tim. Vielleicht kriegt sogar deine Agentur Ärger. Was haben wir damit zu tun? Ich habe gar keine Agentur. Ich habe Manager, aber keine Agentur. Tim! Komplett daneben! Heavy. Ist das dein Robin Hood oder was? Heavy, heavy. Das ist echt auf menschlicher Ebene. Ist das krass scheiße. Wow. Die sagen, auf menschlicher Ebene ist das krass scheiße. Bruder, wie oft wurde ich heute schon im Video bedroht? Das ist Fakt. Wow. Das hast du gerade bewiesen, während du mit Zeug ankommst, das in keinster Weise bewiesen ist. Frag nicht, was für Saft. Und es noch nicht mal zu einer Anzeige kam. Während aber die klagenden Frauen Anzeigen bekommen haben. Ja, wie absurd ist denn das? Es ist überhaupt nicht absurd. Guck das Video, Digga. Ich sage sogar noch später, dass es einen, dass es einen Richter gibt, der auch sein Opfer angezeigt hat, aber zu 7,5 Jahren Knast verurteilt wurde, weil er sie fucking vergewaltigt hat. Guck das Video. Also wenn dich das wirklich, wenn dir das wirklich am Herzen liegen würde, das Ganze, ne? Nehmen wir mal an, du denkst wirklich, die sind Opfer, Vergewaltigungsopfer, und es liegt dir jetzt echt am Herzen, das aufzudecken. Dann ist Öffentlichkeit das Beste, was du machen kannst. Dann klärt man das doch. Bürgermeister, habe ich Präsident gesagt? Sorry, Bürgermeister. Österreichische Bürgermeister, nicht Präsident, sorry. Doch anders, hier geht's nur um eine scheiß abgewichste Show. Nichts weiter. Vorgaukeln, Tim, du Heuchler.
mit dir halt überhaupt nicht mehr reden. Deswegen nicht wundern, warum ich da gerade so ruhig bin oder warum ich gleich so ruhig bleibe. Die bauen sich eigentlich was für ein Joint, Digga. Ich muss sagen, innerlich hat es ein bisschen mehr in mir gebrodelt. Und wir kennen das ja schon alles. Wir haben das schon oft durchgemacht. Jetzt ist es nur so krass offiziell und bei Facebook und in allen Medien zu sehen. Ey, danke für die Subs, ich lese gleich vor. Wir kennen das aber schon. Steht alles im Buch, muss in den Medien. Alles drin. X-fache Wiederholung. Stories. Und es ist immer. Wenn es eine X-fache Wiederholung gibt, das sind Frauen, wie ihr es gerade sagtet, danach dachten sie, wurde es zu benötigt, dann muss ja. Also dann, nee, nicht, dachten sie nicht. Sagen das nur. Das ist ein Unterschied. Du sagst, also du machst, wenn du so einen Post auf Facebook machst, machst du dir nur Probleme damit. Du weißt, du machst dich strafbar, aber du kannst die Dinge nicht beweisen. Also das ist extra nötig und gewaltig. Chat-Video geht nicht mehr so lange, noch gut 10 Minuten. Ja. Dann haben wir es geschafft. Beweisbar heißt, du weißt, du hast Probleme danach. Aber dennoch ist der Drang in den Leuten so stark, ich will das der Öffentlichkeit sagen, was mir da widerfahren ist. Ja, kann sie, aber ob das stimmt, ist eine andere Frage. Aber es gibt in meinen Augen gerade noch keinen Grund, warum die das... Ich möchte immer noch einen Grund von Steffen hören, warum die Frauen das sagen. Er hat mir viel gesagt, aber die sind halt Bullshit. Ja. Sagen sollten, ohne dass es nicht mal, weil sie einen an der Klatsche haben. Vielleicht langt diese Aussage. Ja, aber es ist ja weird zu sagen, dass mehrere Frauen... Es ist genauso weird zu sagen, ich habe das getan als empfohlener Sexdiener. Okay, erste Ausrede, warum so viele Frauen gleiche Dinge kritisieren, ist einfach, weil sie einen an der Klatsche halten. Coole Begründung. Aber Steffen wird gleich seine Begründung, warum die Frauen das machen, noch ein paar Mal öfters ändern, weil er halt checkt, dass ich das nicht so geschluckt habe, wie er es gesagt hat. Seine Begründung danach war übrigens, dass... Er kann nichts dagegen sagen. Dass diese Frauen einfach nur mehr Geld verdienen wollen. Warum sollten diese Frauen lügen? Warum sollten mehrere Frauen, warum soll es eine Opferhilfgruppe geben von Frauen, die sich alle connecten, weil ihnen Schlechtes widerfahren ist? Also du kannst ja nicht einfach sagen, die haben eine Klatsche alle. Das ist ja das Einfachste. Da kommt wieder der Markt. Die neue Information, die da kommt, durch Thea, ne? Ich bin ja nur der Diener, hebelt die komplette Tantra-Szene und Guru-Szene aus. Die Informationen, die ich rausgebe, empathische Interaktion, die Frau ist für die Potenz zuständig. Er sagt nicht mal was. Denn es gibt keine Opfer in unserer Gesellschaft, das spielen die alles nur. Okay, es gibt keine Opfer in unserer Gesellschaft, die spielen das einfach nur mutiger auf. Lieber Tim, du Leuchte, natürlich gibt es Opfer. Wenn jemandem eine Tat passiert ist, Opfer einer Handgreiflichkeit wurde und so, dann ist das faktisch der Fall. Bruder, bei 1 Stunde 40 kam die erste vernünftige Aussage. Bei 1 Stunde 40. Puh! Ich rede aber von Fake-Opfern. Genauso wie du ein Fake-Samariter bist. Okay. Was bist du unterm Strich? Glücklich. Ein jemand, der vorgaukelt und unter Vorspielung falscher Tatsachen Menschen finanziellen Schaden zufügt und sich dann noch rühmt. Genau, um selber besser dazustehen. Und das ist auch genau das, weil du das bei dir nicht sehen willst, willst du das auch bei Svenja und Anir nicht sehen, dass das die Motivation ist. Aufmerksamkeit. Die Videos haben 1000 Views gemacht. 1000! Wer wirft denn jemandem Missbrauch wegen 1000 Views vor? Irgendwie gut dastehen nach außen hin. Geld. Bei mir, okay, ist ein Punkt, kannst du gerne sagen, aber wer... Geld wichsen, weil die nämlich auch in der ESO-Szene unterwegs sind. Und so weiter. Dein Schatten, deren Schatten. Lieber Tim, deine Kreation. Es sind bald knapp 3 Stunden. Beste Zerstörung von Steffen Ostwald. Ja, Actually true. Fast 3 Stunden, wie du dich gerade selber die ganze Zeit zerstörst. Ich meine, Guido ging nur 45 Minuten. Deine Reaction geht bis jetzt 3 Stunden, Digga. Okay, die erste wird gesperrt. Blöd. Bisschen Mobbing, Beleidigung, Betrüben, egal. Der hat sich aber dann selber hops genommen wieder. Krasse Nummer. Voll zerstört. Aussage, aber gucken wir mal weiter. Diese Informationen machen den Wannabe-Opfern, wie einer Svenja oder einer Anja, stehen sie die Show. Genau. Weil also ich meine, damit eine Anja oder eine Svenja mehr ich Einnahmen deren für sich selbst. Ja, genau. Ich vermisse deren Geschäft. Und sie wollen auch nur mit Geld verdienen. Ja, es geht um Macht und Geld. Okay, ich kenne sie alle durch die Frauen, aber lieber Tim, warum greifst du mich auf? Wegen Macht und Geld. Yes. Und schau mal, Tim. Nee, Digga, das habe ich dir vorhin schon erklärt. Wenn ich nur Geld machen würde, würde ich keine so krass kontroversen Videos machen, weil Werbepartner mögen sowas nicht. Aber es war mir vom Herzen wichtig. Klar, es gibt AdSense Money. Auch klar, nehme ich mit so, ne? Aber das war nicht die Hauptintention vom Video. Tim, deine Freundin kommt! Ja. Hey!
Eines meiner Opfer, liebe Leute, jetzt kommt eines meiner Opfer. Komm ins Bild. Meine Frau weiß auf jeden Fall, dass ich... Ja, komm doch. Ich wüsste jetzt nicht, wie das förderlich... Ja, wir schauen die Show. Hoffentlich bekommt sie ja mehr, dass sie halt jetzt mehr Aufmerksamkeit auf ihr Profil durch ein solches Video hat. Wenn aber normal ihre Facebook-Videos nur 20 Aufrufe haben... Oder die kiffen sich einfach noch einen rein. Und auf einmal haut man so eine Platte rauf und man hat 1000. Dann ist das schon cool. Und es ist, ich habe mir aber tatsächlich... Aber du wirst niemandem wegen 1000 Aufrufen teils Vergewaltigung vor. Ja. Doch! Bruder, sie sagt einfach doch! Digga! Also, Bro, was ist in diesem Jay drin? Ich will es nicht haben. Also, ich könnte einfach die Schizophrenie-Karte ziehen, so. Ihr seid schizophren geworden, ETC. Ne? Aber mach ich nicht. Weil ich es nicht weiß. Alter! Das macht doch keiner für. Auf jeden Fall macht man so ein Video für fuck 1000 Aufrufe. Ich glaube auch. Aber okay, überprüfen wir das mal. Aber okay, überprüfen wir das mal. Gehen wir trotzdem mal wirklich auf den Punkt ein. Die Kritikvideos von Anja haben zwischen 1600 und 2300 Aufrufe. Und wie viel verdient man mit 1000 Views 1 Euro? Nee, das war auf Facebook, die verdienen ja nicht mal 1 Cent damit. Wie viele Aufrufe haben andere Videos von ihr? Oh, 1600? 2000? Sogar eins mit 6400 Aufrufen? Diese konkrete Formulierung bezog sich auf Svenja. Okay, also macht Svenja die Videos für Fame. Und Anja aber nicht. Erwähnt das in ihrem zweiten Video. Lieber Tim. Also Svenja macht es für Fame, aber Anja nicht. Weißt du was, Tim? Wir einigen uns, okay? Ich reiche dir die Hand. Du hast gewonnen. Und ich schicke jetzt alle Frauen, die sich bei mir melden, schicke ich in Zukunft zu dir, okay? Das ist eine gute Idee. Oh, nee, Digga. Und da kommt unser nächstes Opfer. Schau dir doch mal die Show an. Mädchen, es ist so krass. Und du bist eine Mittäterin. Hallo, warte, Leute. Jetzt müssen wir das hier überprüfen. Und schaut mal. Das Fräulein. Ja, was fällt euch auf? Ja, das ist was Neues. Eine Brille, das Mädchen. Also, liebe jetzt Leute. Ich die Dinge besser sehen. Das könnt ihr ja sehen, ne? Wie das so als manipulierendes Macho-Arsch. Ja, genau. Wie das so. Auch so drin auf der Couch buffen. Bro, Alter. So ist, ne? Als. Na, ihr seid ja schon gleich durch bei 7 Minuten. Ja, aber wir haben schon bald 3 Stunden Bildmaterial. Okay. Es ist einfach geil. Ja, okay, ich finde selber, auch wenn niemand so ein Video für 5000 Aufrufe machen würde, ist auch dieser Punkt komplett an den Haaren herbeigezogen und das habe ich den beiden auch glaubhaft gemacht. Und was kommt immer, wenn man absolut keine Begründung für irgendwas hat? Richtig, die Person ist ja nur neidisch. Digga, wie uneinfallsreich. Es geht um Neid, Eifersucht, Dinge, die diese Frauen nicht gemacht haben, ich aber mache. So, und dann kommt der Neid auf. Boah, die wie war das vorhin nochmal? Ich rede nur mit Steffen, nicht mit Thea. Ach das, die Scheißschlümpe. Und ich hab's mir nicht erlaubt, als ich die Chance hatte. Und dann kommen die auf irgendwelche Ideen. Ja. So wie Tim auch. Wegen Rache, wegen, keine Ahnung, Ego. Und am Ende einfach Ego sagen. Einfach irgendwas labern und ja, Ego halt. Coole Begründung. Hast du gerade gehört, was die Herrin, deine Herrin, deine Sexausbilderin, die du ja abgelehnt hast, weißt du, was sie gesagt hat? Timmylein. Ach, Timmylein. Hä? Liebe Frauen, wenn ihr richtig geilen Sex wollt, meldet euch bei Timmylein und den Softshell Boys. Die machen auch... Wer sind die Softshell Boys? Slow Sex Gangbang. Der Brüller. Also, es gibt keine Begründung, warum diese Frauen das tun sollen. Beziehungsweise doch, es gibt 4 Begründungen. Aber wie ihr gesehen habt, finde ich diese Begründungen kompletten Bullshit. Und es war mir auch eben sehr wichtig, dies so ausführlich zu zeigen, weil niemand kann einen 100%igen Beweis geben. Wir sind die Show. Achso, der Chat ist die Softshell Boys. Achso. Ob etwas passiert ist oder ob etwas eben nicht passiert ist. Ja, du auch also, nicht, Tim! Ich gezeigt habe, zusammenzählen und daraufhin selber für sich ein Urteil fällen. Weil Steffen hat dann irgendwann gerallt, yo, ich glaube diesen Frauen, ich bin nicht auf seiner Seite. Und es war dann halt wirklich wie ein Schalter, der umgelegt wurde und er hat versucht, mich zu bekehren. Er hat dann live vor Ort versucht, diese Frauen wieder runterzumachen, nach dem Motto, ich kann man noch ernst nehmen. Er hat sie wieder beleidigt und auch bedroht. So, habt ihr es nochmal gehört, ihr Fassen, ungestopftes Loch. Das ist so, diese Szene war so widerlich, ne? So viele Leute haben mir gesagt, ey, dass sie da auch teils ausgemacht haben, dann, weil die Steffen zu eklig fanden. Das Loch ist ein dickes Loch. Und ich sage dir, diese 2 Mädels hätte man früher bei uns auf dem Dorf geklatscht. Okay? Da wären unsere großen Brüder bekommen, hätten die geklatscht. Punkt. Aber es hätte der absolut falsche Umgang damit. Also, nee. Der Umgang falsch. Also, ich sage, Gewalt ist falscher Umgang. Ich so, nee. Nee. Hey, Tim, bei uns auf dem Dorf würde man dich jetzt klatschen. Okay. 1 Minute 47,8. Danke, aufschreiben an die Mods. Kuss.
1,47 auf. Liebe Grüße, ich hab dein Brustbild noch. Das ist so eklig, ne? Auch meine Mädels haben mir geschrieben, Digga, als die gesehen haben, so, ey, dieser Typ hat noch irgendwie so Nacktfotos von einem, haben gesagt, Digga, die haben sich so geschämt, die fanden das so widerlich, die fanden diesen Menschen so abstoßend widerlich. Puh, bei uns in der Stadt feiert man dich. Dankeschön, Nora Bell. Bei mir in der Stadt feiert mich auch mal eigentlich. Okay, weirde Aussage, weird flex, Bro. Ich hab's selber bemerkt. Gemacht, um quasi mich vorzuwarnen, was mit mir passieren könnte, sollte ich nicht auf seine Seite kommen. Weil dann änderte sich die Richtung seiner Aussagen und es ging plötzlich alles in meine Richtung. Fick dich doch. Schieb dir doch deine Show in den Arsch. Ist da ein bisschen jemand getriggert worden? Jetzt war es übrigens sehr wichtig, dass ich mich von deinen Aussagen nicht triggern lasse. Ich hätte im Gespräch die Überhand nehmen können. Deswegen seid nicht verwundert, was ich bei jeglicher Aussage einfach so gut hätte. Als er gecheckt hat, dass er mich nicht so manipulieren oder triggern kann, hat er was Neues probiert. Er hat mich immer wieder bedroht, ist das aber auch immer wieder zurückgerudert und hat dann auch nett gemacht. So nach dem Motto, hey Bruder, wir sind ja im selben Team und so. Halt wie guter Cop, böser Cop, nur in einer Person mit seinem Drill Sergeant. Alter, auf der Straße für die Dinger würdest du voll klatschen kriegen. Auf der Straße für die Nummer hätt's geklatscht. Okay, Kreuz. Das ist abgefahren. Hast du ein Problem? Sofort eine Interesse für die Aktion. Ja, Annäherungsversuch. Ja, und gerade. Sie sagt, es ist eine Bedrohung. Was ist denn das sonst, Digga? Hä? Was ist denn das sonst? Also hier schon wieder. Wollen wir das Ruder noch rumreißen? Hat nicht geklappt, deswegen wieder die Bedrohung. Jetzt würde ich dir eine klatschen. Das ist ja okay. Hey, Timmy Line. Was geht bei dir? Was bist du für ein Kerl? Hey. Was ist das für eine Bedrohung gewesen? Was bist du für ein Kerl, dass du Bedrohungen als Bedrohung siehst? Was bist du für ein Kerl, du Pussy? Lieber Tim, wenn du Eier hast, dann veröffentlichst du unzensiert die originale Aufnahme. Wenn nicht, einfach mal die Fresse halten in der Welt. Liebe Leute, die originale Aufnahme könnte ich veröffentlichen. Aber ich habe einfach keinen Bock, so viel zu piepen und rauszupacken, weil er hat so oft so widerlich Name-Dropping betrieben und gesagt, ey, der hat halt Namen gesagt und dann halt die beleidigt, TC und sowas. Und ich hatte einfach keinen Bock, das zu machen, Digga. Und ich muss auch seine Forderungen um mich eingehen. Ihr kennt das ganz gut daran, dass ich oftmals meine Haare offen trage und im nächsten Satz habe ich sie wieder zu. So schnell kann ich mir gar nicht den Zopf binden. Also der Tim zensiert. Das du bist ist einfach ein kompletter Schnittmeister. Interview. Ich zensiere. Jetzt zensiere ich. Weil ich Sachen aneinander schneide, wie er mich bedroht, mehrfach, zensiere ich jetzt. Okay. Ich war gerade bei der Arbeit. Lieber Tim, ganz ehrlich, seit dein Video online ist, ich habe keine, ich weiß nicht, 20 neue Follower auf OnlyFans. Haben wir schon vorgelesen. Ja, ist ja cool. Ich krieg Nachrichten bei Instagram, unabhängig davon. Und guck mal, du freust dich über 20 Follower. Ja, das würde Tim. Das würde. Ist ja nicht. Okay, ich bin Hype. Ich habe nämlich bald 500.000 Follower. Ich bin Hype. Ich bin TikTok. Ich bin die TikTok-Generation. Also, lieber Timmy. Wir versucht mich so diskreditiert, Digga. Ist so crazy, Alter. Okay, Boomer, geh Vincent Fieger, ja. Ist doch schön, dass die 20 neue Follower hat. Weil du ja das angekündigt hast als die krasseste Recherche überhaupt in deiner YouTube-Karriere. Lieber Tim, als erstes Thema Recherche. Schau dir mal den Namen in deinem Titel an. Steffen Ostwald wird mit DT geschrieben. Ich weiß, das ist lustig, oder Chat? Ich hab's gesehen, dachte so, na, ich lasse es genauso. Ich hab's, also, war halt ein Rechtschreibfehler so. Und dann dachte ich mir so, ich lasse es jetzt so. Ja, erster Punkt. Und übrigens, danke für 127.000 Follower. Küsschen. Was für ich eher meine Follower hin. Ich vielen Dank, es freut mich. Zweiter Punkt, die Zerstörung von Steffen Oswald. Lieber Timmy, was willst du zerstören? Ja, ihr habt euch halt selber zerstört, ist das Ding. Was zerstörst du denn hier? Unser krasses Geschäft und Business, was wir hier betreiben, oder was? Nö, den Ruf halt. Also den Ruf, aber den habt ihr selber kaputt gemacht. Ich muss nichts zerstören. Ihr habt den halt selber kaputt gemacht. Die arbeiten und Steffen macht einen Gartenschick. So, was zerstörst du denn hier? Sind wir Opfer, oder was? Komm mal klar auf dein Leben. Sind wir deine Opfer? Sind wir deine Opfer deiner geilen Show? Sind wir alle drei Opfer? Euer macht euch aus. Wir müssen das mal ändern. Also, lieber Tim, ich habe gerade beschlossen, dass wir deine beschissene Show nicht zu Ende schauen.
Aber es sind doch jetzt nur noch 3 Minuten. Ja, ja. Ja, okay. Komm, jetzt will ich auch das Ende sehen. Jetzt will ich noch. Weil ich sagte, ja, lieb, ja, tschüss, ja. Und lädt mich nochmal ein. Okay. Ja, warte. Oh nein, nicht ausgemacht. Oh nein. Wirklich Chat, falls ihr wegen Beleidigung, Mobbing, etc. das Ganze oder wegen Drogenkonsum Dings hier melden wollt, macht das gerne. Dann ist nämlich der Kanal von ihr auch bald weg. Es ist halt schade für sie, aber man soll halt solchen Leuten dann, also ihm die Plattform zu berauben, ist ja das Effektivste, was man machen kann. So, quasi. Es tut mir leid, dass ihr das ertragen musstet und mies Respekt geht raus, wenn du bis hierhin geguckt hast. Holy shit, was hast du nichts im Leben zu tun? Nein, aber vielen Dank, dass du bis hierhin geguckt hast. Abonnier gerne rein, wenn du mehr Reactions sehen wolltest und ich hoffe, das hat dich nicht zu sehr verstört. Ansonsten, keine Ahnung, gönn dir eine Auszeit nach dem Scheiß. Geh mal ein bisschen raus in die Luft, ich glaube, das tut jetzt gut. Ciao.